Zweifel, ob diese Hose wirklich den richtigen Eindruck machen wird, können wir Ihnen nicht nehmen. Ob Ihre Daten bei Online-Zahlungen in guten Händen sind, schon. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos. Jetzt im Online-Banking registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Sage ich hallo und herzlich willkommen. Die Saison, sie wird eröffnet mit Kickers Offenbach bei Wormatia Worms. Das Ganze live im OFC-Fanradio und im Kickers TV. Ja, und wir sind hier, um eine Kickers-Mannschaft zu sehen, die zum Teil neu aufgestellt ist. Aber Bestand hat einer, der sitzt neben mir. Das ist Lutz Kammermeier. Hallo und herzlich willkommen. Hallo lieber Lars, hallo liebe rot-weiße Gemeinde daheim an den Röhrengeräten und Rundfunkempfangsstationen, an der Kiesgrube, dem Sofa, im Keller, wo immer ihr uns hört. Ja, geiles Wetter hier, Kiesgrubenwetter, 25 Grad Sonne. Aber die Sonne, sie nimmt uns ein wenig die Sicht hier. Aber die Rahmenbedingungen stimmen absolut. Top Rasen, blauer, weißer Himmel, ein paar Wölkchen auf dem blauen Himmel. Sonne scheint, wie gesagt, alles top. Und die Kickers in quietsche, knallegelb. Daniel Endres in blau und die Wormatia in rot mit ein bisschen weiß abgesetzt. Und ihr Torwart, der Steve Groll, ganz in schwarz. Wie auch die Schiedsrichter und Linienrichter. Das ist Justus Zorn aus Freiburg mit seinen Kameraden an der Linie. Tobias Döring und Patrick Leier. Ja, angerichtet ist zur Saison 2016-17. 600 Fans sind mitgereist aus Offenbach und wir sind natürlich auch wieder für euch da. Ganz klarer Fall. Und Lutz, jetzt die alles entscheidende Frage. Wie wird denn der OFC spielen? Du hast dich schlau gemacht. Die Aufstellung. Ja, mit 11 Leuten werden wir spielen und zwar im Tor mit Daniel Endres. Dann haben wir hinten die Kette von rechts nach links. Wir vermuten Vetter, Kirchhoff, Schulte, Theodosiadis, das ist die Kette. Doppel-6, Maslanka, Rapp. Und dann das Dreier-Mittelfeld von links nach rechts, Vierrad, zentral, dann Hodger, rechts Robin Scheu und ganz vorne vermuten wir Brian Gall als Stoßstürmer. Vielleicht ist da aber auch ein Wechsel mit Hodger, das werden wir dann sehen. Auf der Bank haben wir noch Alexander Sebald, dann zweimal A-Jugend mit der 2, Nikola Jürgens mit der 3, Tim Korzuschek mit der 13, Christoph Steulers, die 18 hat Aaron Frey, mit der 19 Semi Sentürk und mit der 32 unser letzter Neuzugang Konstantinos Neophytos. Das ist der OFC, da unten werden die Kreise gebildet und auch die Wormatia hat eine 11, die ist fast unverändert zum letzten Jahr, sehr, sehr eingespielt, das ist das Problem. Aber mit der 1 Steve Groll, der Torwart, der ist erst 2-3 Tage hier, dann die 5 Benjamin Maas, mit der 6 Patrick Auracher, mit der 7 Eugen Gopko, die 8 Sandro Löchelt, mit der 9 der Neuzugang aus Kaiserslautern, Jan-Lukas Doro, mit der 11 Ennis Saiti, mit der 19 Florian Treske, der Kapitän, mit der 20 Ricky Pinero, mit der 23 Alan Stulin und mit der 28 Fatih Köksal. So, hier geht's gleich los und das ist die Sache vom Lars. Ja, und da sind wir heiß wie Fritt in Fett. Endlich geht's wieder los nach den tollen Testspielen. Jetzt wieder richtig um Punkte. Der OFC bei Wormatia Worms, ein altes Traditions-, ja fast schon Derby, kann man sagen. Es ist ja hier fast an der hessischen Landesgrenze. Jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel. Und die Wormser, die sind zunächst einmal am Ball. Ja, so ist es, kommen über die halbrechte Seite. Treske, erst einmal Fuß dazwischen, passt mir auf, Maslanka und da war's. Ja, da rutscht erst einmal weg der Kirchhof, da ist nämlich gewässert worden, der Platz, also immer ein bisschen aufpassen, da schlittert sogar links und rechts das Wasser ein bisschen weg, wenn der Ball rollt. Geht zurück auf den Torwart, erst einmal gespielt, hinten auf Steve Groll, von Union Berlin ausgeliehen, 19 Jahre alt, der junge Mann da, für ein Jahr ausgeliehen von der Union. Sie waren ja ohne Torwart, nachdem auch Tim Patterock, der Torwächter der letzten Jahre, hier den Verein verlassen hat und haben dann gestern noch ganz schnell Mario Miltner als zweiten Mann geholt. Also zumindest die Abstimmung hinten Torwart-Abwehr, die kann noch nicht optimal sein. Allzu viele Trainingseinheiten waren das nicht. Das könnte unsere Chance sein. Ansonsten ist das eine top eingespielte Mannschaft da. Nur mit dem Neuzugang Doro vorne in der Spitze. Also gute Stimmung auf beiden Seiten, aber jetzt erst einmal der Ballverlust. Der geht ins Aus, da habe ich die Möglichkeit zu grüßen. Da schreibt der Fanclub Hessen Power, das ist der Kickers Opa an alle Leverkusener Freunde und das komplette Radioteam, inklusive Herrn Reich-Ranitzky und die Farbenjungs Offenbach. Heute der erste Dreier und dann ja, geht's ab zum Angriff. Das ist seine Botschaft. Jörg Trippke, der will jetzt hier etwas Strategisches wissen, da kann ich keine Auskunft zu geben, kann ich nicht beantworten. Und der OFC, der ist erst einmal im Ballbesitz, sage ich und strafe mich Lügen. Ja, da war er weg. Was passiert da? Freistoß gibt's für Worms.
Also die Wormser Taktik, die kann ich auch sagen, Kroll im Tor, dann die Viererkette Gopko, Auracher, Maas, Stulin, das hinten die Kette, Vierer Mittelfeld, Pinero, Löchelt, Köksal, Saiti und dann vorne Tresco und Doro im Sturm und jetzt haben sie erst einmal einen Freistoß, den wird Maas treten. Soweit ist, habe ich hier noch was, liebes Fanradio-Team, wir trinken bei einem Rot-Weiß-Wein auf eine erfolgreiche Saison 2016-17. Alles lamentieren hilft nichts, viel Spaß und Erfolg in Worms, nur der OFC, der wird niemals untergehen, viele Grüße aus Zypern, Gunnar und Aljeda. Ja, Grüße nach Zypern und Maas mit dem Freistoß, halblinke Position, mit rechts dreht er den rein, der wird sich aufs Tor drehen. Das wird ein ganz doofes Ding, der kommt rein, Kopfball erst einmal hinten. Ich glaube, nee, es war Goal, der raus. Ball ist erst einmal im Aus, da habe ich weiteres hier. Hallo, liebes Fanradio-Team, wir sind fast 10.000 Kilometer entfernt in Phuket, aber selbstverständlich drücken wir auch hier die Daumen den Kickers. Viele Grüße von Lukas, Lia, Nick, Ralf und Andreas, also überall hört man natürlich Kickers. TV bzw. OFC Fanradio. Jetzt die Wormser müssen erst einmal ganz zurückspielen auf den neuen Torhüter. Ja, auf Steve Kroll, 19 Jahre alt. Ja, doch eine ziemliche Kante, wie er da hinten so drin steht. Aber wie gesagt, die absolute Abstimmung kann da noch nicht sein. Der ist erst seit 3 Tagen hier überhaupt im Verein. Der zweite Mann, Mario Mildner, der war in Hauenstein 1 Monat. Dann haben sie ihn da weggeholt, wohl nach einem Testspiel. Die hatten zuletzt 2:2 gegen den Oberligisten Hauenstein gespielt. Und damit haben sie ihr Torwartproblemchen, das sie hatten, gelöst. Also der OFC, erst einmal, will ich sagen, nicht so arg hochstehend, im Gegenteil, steht relativ tief, wartet erst einmal ab, lässt die Wormser ein bisschen spielen, aber so richtig, Spielfluss ist auf beiden Seiten bis jetzt hier nicht zu erkennen. Hallo Lars, hallo Lutz, wir grüßen euch und das ganze Team von Kickers Offenbach, wir wünschen viel Erfolg bei der Mission und irgendwie ist die Welt doch verrückt. Die Russen dürfen bei Olympia starten, obwohl sie gedopt waren und wir haben 9 Punkte, aber das schaffen wir schon. Der letzte Neuzugang, ja, den hat er auch schon richtig, rot-weiße Grüße von der Ostsee, Bernd Baumann, und damit beantwortet er im Grunde schon, mit der richtigen Antwort, die GVO-Gewinnspielfrage, die Gasversorgung Offenbach, die gibt ja immer Vollgas für den OFC und auch für das OFC-Fanradio. Und heute will sie denn nämlich wissen, ja, wer denn der letzte Neuzugang war, beziehungsweise wie der Nachname des letzt veröffentlichten Neuzugangs aus der kompletten Kickers-Riege ist, so will ich es mal ganz bewusst formulieren. Wer es weiß, kann schreiben an fanradio@ofc.de und dann geht er mit in die Lostrommel, wenn die richtige Antwort des Nachnamens da ist. Jetzt erst einmal die Wormser über die halbrechte Verbindung, naja, ganz rechts außen, aber dann schön erstmal aufgepasst, die Offenbacher müssten eigentlich das Bällchen kontrollieren, Marco Rapp, genau, der spielt dann ins Zentrum, allerdings da nicht von Erfolg gekrönt, nochmal die Wormser im Ballbesitz auf der Mittellinie, schieben sie die Kugel hin und her. Ja, das, was ich jetzt sehe, dass sich da eine Wolkenwand Richtung Sonne schiebt, das ist das, was uns, glaube ich, gleich hier ein bisschen Erleichterung verschaffen wird, weil wir gucken mitten rein in den Fixstern. Der blendet extrem, aber jetzt kommt langsam die Wolkenwand, die es zuschiebt. Und ein Stulin in der linken Verteidigung am Ball, muss wieder auf Maas zurückspielen. Quer auf die rechte Seite gewechselt, das wird Gopko sein. Weiter schlafen. Ja, schnell was. Rot-Weiße Grüße aus Bremen. Heute der erste Auswärtssieg der Saison. Grüße an alle Kickers-Fans rund um den Globus. Martin schreibt das. Und bei der Gewinnspielfrage sagt er, der letzte Neuzugang, den wir vorgestellt haben, war Stoilers. Und das ist falsch. Ja, völlig falsch, weil Stoilers ist kein Neuzugang. Der hätte verlängert. So und daher, ja. Aber wir können so viel verraten, die Nationalität im weitesten Sinne ist nicht völlig falsch. Genau, und ein weiterer Tipp wäre, man kann ja mal die Pressekonferenz anschauen. Ja. Die von gestern. Ja, und der Lars hat gesagt, des kompletten Stabes, also das muss jetzt nicht zwingend ein Spieler sein. Markus Döttling schreibt, hallo Lars, hallo Lutz, endlich geht es wieder los und da grüße ich natürlich den Andi, die Conny, die Tanja Kunze, meine Schwester und meine Nichten und den Uwe Endres hiermit ausgerichtet und jetzt wo ist denn das Spielgerät, halbrechte Verbindung, die Wormser in der eigenen Hälfte, so richtig wollen sie nicht, naja, dann kommt der Pass doch allerdings unpräzise, die Offenbacher zunächst im Ballbesitz mit Vierrad, der das gestört hat, die Kreise und dann ist die Kugel bei Daniel Endres. Jürgen Weider schreibt, das kann nur der und der sein Neophytos sein. Naja, ganz knapp daneben, aber ganz knapp daneben auf die Antwort der GVO-Gewinnspielfrage. Also passt nicht ganz, aber er hofft auf den ersten Auswärtssieg. Grüße aus Rottgau, Jürgen Weider. Also erst einmal auf der linken Seite, linker Flügel, die Flanke, die kommt schön. Maas per Kopf dazwischen erst einmal geklärt. Ball Richtung Seiten aus, kriegt er den noch. Stulin bringt den Ball nach vorne, aber aufgepasst hat Kirchhoff. Gut gemacht, rechte Außenposition. Kirchhoff will querlegen, aber der war scheu richtig in die Füße gebrotzt, da kann er nichts machen. Marco Rapp jetzt erst einmal das Bällchen kontrolliert, zurückgespielt. Ja, in die zentrale Position, Schulte dreht sich, wendet sich, dann hat er doch abgespielt hier auf die rechte Seite. Das ist Kirchhoff. Muss man sich auch erst so ein bisschen gewöhnen an die Laufbewegung, an das Aussehen. Aber ja, ist eigentlich gut zu erkennen, der Mann mit der Nummer 28, insbesondere wegen seines signalfarbenen Trikots. Du wolltest wegen der Rückennummer schon Wulnikowski sagen, gell? Ja. Nein, der ist nicht Kirchhoff, Benjamin Kirchhoff.
Rechter Innenverteidiger. Fred Hoffmann, der hat die richtige Antwort im GVO-Gewinnspiel. Die Gasversorgung offenbar, die gibt ja immer Vollgas für den OFC und fürs OFC-Fanradio. Und sie verlost zwei Haupttribünenkarten fürs nächste Heimspiel. Das wäre dann gegen Rot-Weiß-Waldorf. Nicht gegen Leverkusen, sondern gegen Waldorf. Ja, und wenn ihr es wisst, dann... Astoria Waldorf. Wo war ich denn jetzt? Die gibt es doch auch, glaube ich, Rot-Weiß-Waldorf. Aber das ist das Waldorf bei uns, um die Ecke. Also das ist sehr... Astoria Waldorf, natürlich. Also, wer es weiß, der kann schreiben an fanradio@ofc.de. Ja, und dann kommst du mit in die Lostrommel. Jetzt erstmal Theo, der versucht dort hier über 25 Meter den Pass zu schlagen auf der linken Seite. Ja, Vierrad, der geht jetzt in den Zweikampf. Allerdings die Wormser ganz zurückgespielt zum neuen Schlussmann, der dann weit, weit, weit das Spielgerät rausboxiert. Und dann Mike Vetter jetzt in der Vorwärtsbewegung. Ja, rechte Seite über die Mittellinie gespielt. Vetter, schöne Passage. Hoccia kommt da dran. Rechts hat ihn Scheu überholt. Geht in den Strafraum rein. Der Robin ist vom Tor weg. Ah, wollte er zurückspielen. Fuß. Zu schön gemacht. Hätte er selber machen. Ja, hätte er den mit dem Außenriss reingebrettert. Egal, wie auch immer. Aber jetzt aufgepasst. Kontersituation. Saidi auf der linken Seite. Da wird es hier laut. Der nimmt richtig Fahrt auf gegen Kirchhoff. Der hat ihn schön abgelaufen. Aber abgelaufen von Kirchhoff mit all seiner Routine. Ja. Da hat er überhaupt gar nicht... irgendwie etwas anbrennen lassen, hat die Kugel vom Schlappen genommen und der Ball, der geht jetzt hier, denke ich, fast in Seiten aus. Naja, die Wormser haben zunächst einmal die Kugel sich geholt. Hallo Lars, hallo Lutz, ich freue mich, endlich geht es wieder los mit der Saison. Auf geht's, 9 Punkte holen wir auf, babbelt uns die Tore rein. Gruß, euer unartiger Direktor Dennis Braun. Ja, aber hier... Hast du gesehen, was der wieder... Fetten Dinger, du. Der hat wieder was gezaubert, unglaublich. Also nochmal, erst einmal alles Gute zum Geburtstag noch einmal im Nachtrag persönlich. Happy Birthday. So noch einmal übers Radio und das ist so ein fettes Brett, was du da wieder abgekorkt hast. Wahnsinn. Ja, heute wird das schon zum ersten Mal zum Einsatz kommen, dann, wenn wir die Spielinterviews haben nach dem Match hier. Und da hat er wieder gezaubert, unser Artdirektor. Absolut. So, Daniel Endres zaubert auch auf dem Elfmeterpunkt. Den Ball mit rechts in Richtung Mittellinie. Da ist Scheu, der erst einmal per Kopf klären will. Dann bleibt er giftig dran. Ja, zu giftig für den Schiedsrichter. Pfeift Freistoß. Sagt er, da wurde er gefoult, der Stulin. Und er hat den ausgeführten Freistoß zurückgespielt auf die Nummer 6. Das ist Auracher, der rechte Innenverteidiger. Dann haben wir hier schnell noch was. Fabian, der schreibt, ich grüße die Kickers aus dem schönen Stettin und die ganze OFC-Gemeinde, ihr holt die 3 Punkte. Die Laura Narumi hat die richtige Antwort, ist mit in der Lostrommel im Gasversorgung. Offenbach Gewinnspiel, die GVO, die gibt ja bekanntlich immer Vollgas für den OFC und auch fürs OFC-Fanradio. Ja, jetzt erst einmal die Kugel rausmachen, genau das. Ja, haben sie jetzt auch gemacht auf der Mittellinie. Erst einmal die Wormser zurück im Ballbesitz. Allerdings, Scheu, ja... Mit großem Engagement. Hoccia hat er eigentlich ihn noch angeschossen. So gibt es Einwurf Kickers. Absolut. Sandro Löchelt war es da. Fuß dazwischen. Einwurf OFC. Fast in Höhe der Mittellinie. Noch ein paar Meter in der eigenen Hälfte ist das. Da ist Mike Vetter, der schaut, wen kann ich anwerfen. Maslanka bietet sich an. Der Ex-Wormser. Und der Ball war aus im Zurückspiel. Einwurf Worms. Gleiche Stelle, gleiche Welle. 10. Spielminute. 0:0 steht's. Ja, so die ganz großen Aufreger waren noch nicht dabei. Und so die ganz große spielerische Linie ist auf beiden Seiten nicht zu sehen. Also ich finde deine Frisur aufregend. Aber natürlich. Muss ich mal sagen, hier, das kann man, so viel Zeit muss es mal sein, du. Ich hab auch ewig lang geföhnt heute. Natürlich, man sieht es, aber hat schon aber gelohnt, du, wirklich. So, über die rechte Seite, aus geht er, der Ball, den bekommt er nicht. Ja, der guck mal, wer da jetzt kommt, du. Herr Dr. Kistner, wieso sagen Sie mir, dass der Kammermeier hier ist? Ich wäre alleine gerne gekommen, hätte mit Ihnen übertragen, aber so, nein, ich gehe jetzt eine Wurst essen. So, Lutz, komm schnell wieder auf die Bahn. Was, bitte da dich. Da war er wieder, Marcel Reich-Radetzky, wie er leibt und schwebt auf der Kickerswolke Nummer 7. Wahrscheinlich seine Wolke, die da oben gerade, die Sonne. Ja, da wenigstens mal was Gutes getan. Allerdings, das ist eine schöne Wolkenwand, also ich denke mal, wir werden es jetzt schaffen, hier ohne größere Blendungen übertragen zu können. Das Einzige, was jetzt noch blendet, sind unsere Trikots, diese knallgelben Dinge, also die sind schon jo, weithin sichtbar. Ich denke mal, die sieht man vom Mond aus. Ja. Würde ich sagen. Und der Lafischer, der hat auch schöne Grüße. Endlich sind wir wieder da. Ja, die Liga geht los. Ich freue mich wie Bolle. Gruß an alle Kickersnasen weltweit. Wir werden niemals untergehen. Und auch das mit den 9 Punkten, das kriegen wir zusammen hin. Der TJ Baba, der ja, schreibt, glaube ich, hier die falsche Antwort. Oh, nee, jetzt wollen wir erstmal schauen. Die Wormser sind kommen. Lutz. Was denn jetzt? Weiß ich nicht. Der gibt jetzt rot. Der wird doch nicht rot geben. Der gibt jetzt rot. Das kann ja wohl nicht sein. Der verpfeift uns schon wieder. Der verpfeift uns schon wieder. Das war nix. Ganz normal den Körper reingestellt. Ganz normaler Zweikampf. Da ist er mehr über die eigene Füße gefallen. Ja. Und jetzt gibt's Laufen rot. Laufen zentral. 20 Meter. Gibt rote Karte. Er hat die rote Karte. Das gibt's doch nicht. Für Kirchhoff, wir werden wieder verpfiffen. Das kann doch nicht sein. Er hat uns damals verpfiffen. Er verpfeift uns heute. Also wenn du nach, da lege ich mich fest, nach, was haben wir, 11 Minuten rot siehst, dann wissen wir, wie das Spiel läuft.
Donnerschlag, Donnerschlag. Was für ein Kollege. Eieiei. Tode, DJ Papa schreibt Hallo auf ein neues Martin und Tobias, die Torhüter. Tobias Wolf, genau, das hat er richtig gesagt, Tobias, ja. Hieß er, ja. Richtig, aber so hat er es jetzt. Wir sind schon wieder bedient hier. Ich bin völlig bedient, das ist wieder, nee. Es protestiert, da steht fast. Ein Praktikant, der hier irgendwas beweisen muss. Ein ganz normaler Zweikampf, beide rempeln, der eine fällt. Ein Witz, oder? Das sagen hier Womart, das war kein Rot. Die rempeln beide. Also, Wormatia-Fans sind sehr. Also, die können es auch nicht glauben. Also, schlimme Geschichte, wie das hier wieder losgeht. Nee, das war im Leben keine rote, die rempeln doch beide. Also, gut, lass jetzt. Also. Hör auf jetzt. So, Ulrich Steinheimer schreibt, nur noch 8. Wir haben 9 Punkte, weil wir heute ja im Grunde ja einen Punkt jetzt erstmal haben. Aber das ist alles jetzt Makulatur. Jetzt regen wir uns erstmal auf über diese Scheißszene. Das kann man gar nicht anders sagen. Also wenn das jetzt eine rote Karte war, da weiß ich es wirklich nicht. Aber gut, so. Die Laura Naomi, die ist mit im Gewinnspiel, hat die richtige Antwort. Und ich höre euch gerade aus Eberstadt, schreibt hier der Rolfo Adalschieber. Und was schreibt er denn hier? Er macht echt einen super Job. Ich bin hier dabei. Und jetzt gucken wir erst einmal. Jetzt gibt es auch noch Freistoß natürlich für die Wormser. Maas, ich glaube, oder Pinheiro ist der andere. Maas hat ihn sich zurechtgelegt. Mal gucken, ich glaube, Pinheiro läuft da noch an. Maas tritt ihn drüber, abgefälscht, vorbei, Eckball. Okay, Leute, habt ihn gehalten. Jetzt Eckes, bau deine Jungs auf da hinten, du. Ja, rot-weiße Grüße an alle Kickersnasen von Sebastian Weber aus Körnbach. Und die Antwort hatte auch richtig, genau wie der Peter Brenzer sagt. Liebe Grüße aus Marburg an meinen Bruder Marc und natürlich an euch, Peter Brenzer. So, dann sollen wir nochmal die Ersatzspieler nennen, schreibt der DJ Papa. Ja, mit der 2 Nikola Jürgens, mit der 3 Tim Korzuschek, mit der 13 Stoilers, 18 Frey, mit der 19 Sentürk, mit der 32 Neo Phytos. Aber jetzt erst einmal Eckball für Wormatia Worms, die sich natürlich moralisch jetzt erstmal im Aufwind sehen. Ja, durch das Geschenk im Grunde. Jetzt kommt er reingeflogen, Eckes mit der Faust dazwischen. Naja, also das ist schon wirklich eine doofe Situation, die wir jetzt hier schon gleich in der 11. Minute wieder mit diesem Schiedsrichter haben. Christina Weber hat die richtige Antwort, ist mit in der Lostrommel. Oliver Reitz schreibt Grüße aus Düsseldorf für euer Spiel heute. Viel Glück. Der Reck wird die Mannschaft schon gut einstellen. Also in Düsseldorf, da ist er noch hoch geschätzt, wie hier auch in Offenbach. Danke für den Hinweis, dass ich falsch lag, schreibt der Martin. Und er versucht es dann eben neu und er hat auch jetzt die richtige Antwort, ist mit in der Lostrommel. Gleich wird es weitergehen mit dem Abstoß von Daniel Endres. Und da kann ich noch hier jemanden, ja genau, Markus Döttling. Der ist mit Neophytos daneben gelegen. Das war nicht unser letzter Neuzugang. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass die Offenbacher sich hier erholen und gleich einfach am besten vorne wieder ein Ausrufezeichen setzen. Ja, nur wie gesagt, 80 Minuten mit einem weniger. Wormatia Worms, top eingespielte Mannschaft. Vorne Dreske, Doro, 2 Top-Stürmer. Das ist jetzt alles andere als ein Vorspaziergang. Also er hat wieder dafür gesorgt, wie auch gegen Mannheim. Ich kann es nicht vergessen. Dieser Schiedsrichter, unfassbar, hat wieder die Weichen gestellt mit einer roten Karte, die damals ein Witz war. Ja, also die Teams hier, die Teams rund um Mannheim liegen ihm. Ist so, ja, ist einfach so. Er kommt aus Freiburg, wunderbar, glaube ich, in Berlin irgendwie laut Fußball.de. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was das für Geschichten sind, aber... Gewachsen beim Waldhof, dann zu Wormatia gewechselt. Dann zu Wormatia, hier in der Jugend groß geworden. Du. Nein, das ist natürlich jetzt Spaß beiseite und gut, wir müssen jetzt damit fertig werden, aber es nervt schon gewaltig. Unfassbar, also unfassbar. Ein ganz normaler Zweikampf, beide rempeln sie rein, der fällt hin, 25 Meter vorm Tor, also ist wirklich auch keine klare Torchance, seid mir nicht böse. Der Kirchhoff hatte den besseren Laufweg auch noch, ja, hat ihn im Grunde da schon abgelaufen und dann fällt er hin, dann zieht er rot, also ein heiliger Strohsack, fast 30 Meter vom Tor weg, also... Das tut mir leid, da eine klare Torchance zu sehen, da tue ich mich ein bisschen schwer. Ein ganz bisschen tue ich mich da schwer. So, jetzt kommen Sie erstmal, lieber Martin, haben natürlich ein bisschen mehr Platz jetzt gewonnen, ganz klar. Aber der OFC, der hält dagegen und der Ball ist im Aus, das ist gut geklärt. Gunnar Knöss schreibt, viele liebe Grüße. Das WLAN-Signal hier im Hotel ist zwar an der Strandbar hier nicht so prickelnd, aber ich denke, dass die griechischen, was schreibt er hier? Okay, also hier hat er noch was anderes geschrieben. Was will er denn noch hier? Irgendwas mit der Handytastatur. Also das ist jetzt alles soweit. Jedenfalls schreibt er aus Zypern wohl. Da haben wir die Grüße ausgerichtet. Und alles auf Rot-Weiß kommt hier von Pascal nochmal. Und dann haben wir noch den Markus Schönau, der auch die richtige Antwort hat. Und der grüßt aus dem sonnigen Mallorca. Ja, und wen es interessiert, Maslanka jetzt in die Innenverteidigung gerückt. Kommt jetzt in den Strafraum rein, gechippt den Ball. Der sollte Doro finden. Der Ball rollt ins Tor aus. Den lässt
Robin Scheuer einfach mal ins Ausgehen. Den Ball lässt er liegen, weil der Eckes hat den weiteren Weg. Weil wir sind einer weniger, für die, die es nicht mitbekommen haben. Benjamin Kirchhoff bereits in der 11. Minute eine rote Karte hier gesehen. Zweifelhaft, wie auch der Elfer für uns. Aber was nutzt das alles? Wir führen 1-0. Ja, wir führen 1-0 durch den Foulelfmeter. Den haben wir auch so mitgenommen wie eben die, wo haben sie die rote Karte an unserem Kirchhoff. Aber was uns noch viel, viel mehr ärgert hier, muss man ganz klar sagen, ist ständiger Stromausfall. Immer wieder geht hier das Stromaggregat aus. Naja, da geht natürlich auch der Router aus und die Kamera. Und also das ist wirklich, das haben wir so noch nicht gehabt. Und wir sind ja wirklich am Rumtingeln, die ganze Saison über, jedem Dorfsportplatz. Aber das ist neuartig, dass man hier keinen Strom hat. Ich glaube, er ist wieder weg. Na klar, ist er wieder weg. Ja, wieder weg. Also ja, unfassbar. Ist denn die Kamera wieder soweit? Läuft die Kamera wieder? Sind wir wieder da drauf, ja? Ist das? Also zeichnen Sie wieder auf. Okay, dann nehmen wir das alles mit, ja. Oh Mann. Also dann sprechen wir im Grunde jetzt für die Aufzeichnung. Also schade für die, die jetzt auf uns live angewiesen sind. Ja, das ist so, aber was sollen wir machen? Wir können hier jetzt nicht auch nicht auf uns aufs Fahrrad setzen und selber den Strom erzeugen. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Frau Marzia Worms über die rechte Seite, kommen Sie erst einmal. Löchelt, das ist Doro. Ganz rechts Kopko, der rechte Verteidiger. Mit der Nummer 7. Versuchen was zu kreieren. Sind natürlich einer mehr da hinten. Was ist da passiert? Gibt es einen Eckball? Vierrad holt ihn noch schön ins Ausgespielt, der Ball, dass der Eckball verhindert wurde. Ja, jetzt wird es natürlich ein ganz hartes Stück Arbeit hier. Maslanka ist in die Innenverteidigung gerückt am Ende und Rapp muss jetzt alleine saugen auf der 6. Ja, 10 werfen sich jetzt 11 entgegen. Und Worms baut neu auf über die linke Seite. Maas. Aber gut, verteidigen kannst du mit 10 irgendwie. Ne? Nach vorne machen kannst du, da ist natürlich sehr, sehr schwierig mit einem weniger, wenn du dich nicht hinten völlig entblößen willst. Aber da müssen wir auch erstmal nichts machen, weil 1-0 Drenhodža. Foulelfmeter rechts unten schön reingeschoben. Torwart springt nach links. Vom Trenn aus gesehen, so was. Ist wieder Strom. Also, zumindest leuchtet es da wieder grün. Mal sehen, wann uns wieder jemand hört. Wormatia Worms über die rechte Seite. Wir müssen uns erwehren. Flanke kommt rein, aufgepasst. Nein, kriegt er nicht. Es war Köksal, glaube ich, der den kriegen sollte. Aber war zu weit. Abschlag für den OFC. Für Daniel Endres, ganz in Blau, den Kapitän. War eine knifflige Situation noch nach dem Freistoß abgefälscht, ist aber knapp vorbei und da hat der Eckes die Fäuste geballt, hat seine Jungs angetrieben, gesagt, ja, kommt, macht was und dann haben wir uns natürlich erst einmal geschüttelt, haben uns sortiert, dann haben wir auch versucht, vorne Nadelstiche zu setzen, einer war halt nach 18 Minuten, da ist der Theo in den Strafraum gegangen von der linken Seite, an zwei hat er sich sehr, sehr schön vorbeigeschlängelt und hat, ja, irgendwie war da wohl ein Fuß, keine Ahnung, Schiri meint es wohl, Theo fehl hin. Ich sag's mal so wie nasser Sack, so fällst du normal, aber auch nicht hin, wenn du irgendwas schinden willst. Aber der Theo ist ein Fuchs, das wissen wir auch. Oh, jetzt aber aufgepasst an Pallandoro, verloren wieder, Laufduell. Alleine vor Endres, taucht er ab der Eckes und da zieht er durch die Nummer 11 da. Meine Güte, der Enis Saidi, das gelbe Karte natürlich. Da muss man nicht durchziehen, wenn der Torwart den Ball schon in den Fängen hat. Heiliger Strohsack, du. Er tritt nochmal voll in Daniel Endres rein, nur als wäre das völlig egal, ob der Torwart den Ball in der Hand hält. Meine Güte. Eckes wird das da mal behandelt. Lass dir ruhig Zeit. Wir führen 1-0, Drenhodža, ich wiederhole es gerne. Foulelfmeter an Theo. Und seitdem stehen wir eigentlich hier ganz gut. Klar, wir überrennen sie jetzt hier nicht, die Wormatia, das ist logisch. Sie haben natürlich einer mehr, hier diese optische Überlegenheit. Aber wir sind hinten gut sortiert, gut aufgestellt. Und haben bisher keine großen Möglichkeiten losgelassen. Eben war mal wieder so ein Schnittstellending, wie schon vor der roten Karte. Einmal in der Mitte, gut durchgespielt. Da war es dann Doro, der ja im Zweikampf war mit Kirchhoff. Und eben war es, ja ich glaube, Saidi war es, der durch war. Eckes schmeißt sich hin. Zieht noch einmal durch, kriegt auch die gelbe Karte dafür. Ach, Strom ist wieder weg. Das ist schon klasse hier. Total geil. Also normalerweise müssten wir hier belohnt werden mit einem ganz furiosen, glanzvollen Sieg. Ganz ehrlich, nichts anderes dürfte heute hier passieren. So wie wir hier bis jetzt, sage ich mal so, gekniffen sind. Endres mit dem Freistoß, er steht wieder. Lars, guck mal. Ja. Permanent geht's aus. Guck, jetzt ist wieder. Jetzt ist wieder da. Guck mal, wieder weg. Es geht schon. Es ist halt, ja. Hier, so. Meister. Der
der soll mal die Kühlung. Hier, kann der nicht mal die Kühlung ausstellen? Die paar Minuten, das Bier wird jetzt auch nicht mehr kühler. Moment, das ist leider eine Kühlung. Ja, aber klar, nehme ich an, das ist zu viel. Weil vorhin lief das ja stundenlang. Und als der jetzt losgeht. Ständig ist Strom raus. Guck, jetzt brummt es gerade wieder kurz. So, Schulterfreistoß erst einmal rüber. Robin Scheu ist auf der rechten Seite. So. Ah, verliert den Ball. Gegen die 20 Pinheiro ist das. Rapp erkämpft den Hodja. Schön gemacht, Scheu. Mit Rapp im Durchgang. Gaul kommt nicht ran. Ja, wir sind ja alle ein bisschen durch den Wind. So ein bisschen alles. Ja, alles so ein bisschen seltsam. Das ist auch. Bedient. Wir sind alle hier ein bisschen bedient. Das Spiel, naja. Es ist ein ganz flotter Kick, aber seit der 11. Minute sind wir einer weniger. Allerdings seit der 18. führen wir auch 1-0. Das ist das Positive. Das Negative ist, wir müssen irgendwie in die Halbzeit kommen, durchschnaufen, wieder aus, wieder kein Strom. Herrlich ist das. 11 Minuten noch im ersten Durchgang hier. 11 Minuten zu gehen. 34. Spielminute. Worms kommt über die rechte Seite. Oh, Vierrad im Zweikampf, das war wieder die Elf, war das wieder Saiti jetzt Seitenvergitt. Meinst du, das hängt auch am Aggregat? Ich weiß nicht. Das wäre ja schön, ein Aggregat für alles, auch fürs Flutlicht. Und auch der Flughafen wird davon beschieden. Oh, Fernschuss Mars, zwei drüber. Jetzt haben wir die, warte mal, 35. glaube ich, ja, 11 Minuten noch, 34. 11 Minuten hier noch zu gehen. Ja, wir hatten schon bessere Reportagen, aber da können wir jetzt ehrlich gesagt nichts dazu. Wenn wir hier an den Brutzeln und an den Bierbuden hängen und hier ein Aggregat ist, das möglicherweise seit 1958 hier seinen Dienst tut. Und das andauernd ausgeht, ja, wieder immer noch kein Strom. Keine Ahnung, ob mein Gelaber auf irgendeiner Aufzeichnung irgendetwas bewirken wird. Aber gut, dann werdet ihr da unsere Verzweiflung ein bisschen raushören. Auf der Aufzeichnung ist es drauf, Schulte auch schon gelb verwarnt. Es ist jetzt hier ein Hin und Her. Hodja, aber unsere Jungs machen es diszipliniert, machen es gut bisher. Man kann ihnen überhaupt keinen Vorwurf machen. Wie gesagt, die rote Karte war für mich grenzwertig, so wie der Elfer auch. Ich weiß jetzt nicht, ob uns der Elfer am Ende was bringt, weil 80 Minuten mit einem weniger. Auch wenn es hier etwas kühler wird, die Sonne ist weg, das ist schon mal viel wert. Es wird auch langsam kühler, so eine kleine frische Brise kommt, also dann ist das hier zumindest keine Hitzeschlacht mehr wie damals in Koblenz. Am Anfang haben wir uns hier so ein bisschen gefühlt, wie die Sonne reingeknallt hat. Aber jetzt sind es eigentlich gute Temperaturen, gute Bedingungen. Unsere Jungs hinten, das Kollektiv hat auch eine Zaunfahne übrigens aufgehängt. Die haben es geschafft, irgendwie eine Zaunfahne reinzubekommen und auch aufzuhängen. Das ist soweit gut. Die hüpfen da, machen Stimmung. 400, knapp 500 OFC-Fans dürften hier sein, überall hin verteilt. Auch auf unserer Seite sind sie ja. Ach so. Ja, das wäre schön. Oder war eine Riesenchance, habe ich gar nicht gesehen, weil es hier um Strom geht, um Verlängerungskabel. Eieieiei. Hätte auch gleich mitbringen können. Ja, Hoffnung auf eventuell ein Verlängerungskabel hier, dass wir woanders reingesteckt werden. Hätten wir auch gleich dran denken können, oder Lars? Ich glaube das alles nicht. Nein, wir glauben das alles nicht. Das ist so wie im schlechten Film, wie im schlechten Traum, das ist, oder? Nein, ich glaube, dass das hier, wir sind gerade, nein, wir sind jetzt hier bei gleich. Kommt Guido Kanz, der hat hier alle diese Schauspieler engagiert und wir sind bei Verstehen Sie Spaß. Wahrscheinlich ist er der Schiedsrichter, der gleich die Maske runterzieht und sagt, willkommen bei Verstehen Sie Spaß. So, Eckes kloppt die Ulla raus und rüber, ja, da leuchtet wieder ein Licht, vielleicht sind wir gleich wieder im Strom. Gucken wir mal, Worms muss zurückspielen bis zum Torwart, bis zu Steve Groll von Union Berlin gekommen, der 19-Jährige. So, im Moment sind wir sogar kurz live drauf, aber ich glaube, gleich geht es wieder aus. Also das ist unglaublich hier, das Stromaggregat. Ständig geht es an und aus. Und jetzt habe ich da die Geschäftsführung angerufen. Die haben dann jemanden geschickt. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Elektriker schlechthin war. Aber jedenfalls ist er jetzt auf die Idee gekommen, er will mal versuchen, die Kabeltrommel auszuwechseln. Also ein Versuch ist es wert. Und immerhin, jetzt senden wir schon 30 Sekunden am Stück. Am Stück. So unglaublich gut, oder? Wir führen 1-0, sind aber nur noch zu 10. Für die das noch nicht wissen. 1-0, Hodja, 18. Foulelfmeter an Theo, aber rote Karte, 11. Minute, Benjamin Kirchhoff. Ein vom Schiedsrichter so gewertete Notbremse, 25 Meter im Laufduell mit Dorovara. Das ist hier der Stand. Unsere Jungs verteidigen bisher gut. Wir führen 1-0, also rein theoretisch brauchen wir nur dieses 1-0 verteidigen, dann sind wir alle glücklich. Und Worms, ja, hat bisher noch kein Mittel gefunden. Eine gute Chance hatten sie noch einmal, auch dieser Pass in die Mitte rein.
durch die Schnittstelle. Da war er alleine vor Endres aufgetaucht, der Fatih Köksal. Nee, Quatsch, der Enis Saiti war es, aber Endres schmeißt ihm vor die Füße. Er zieht noch einmal durch, holt sich gelb ab. Das war die größte Chance. Jetzt kommen sie wieder mit Löchelt. Immer noch sind wir live drauf. Unglaublich. Ich sehe das rote Licht, Lutz. Also, das haben wir lange nicht gehabt, 2 Minuten am Stück. Aber gut, es ist also sehr, sehr merkwürdig alles. Es fing so schön und ruhig an, herrlicher Sonnenschein, alles beste Rahmenbedingungen. Und dann ging es los, schon mit der skandalösen Schiedsrichterentscheidung. Und dann, ja, auf der anderen Seite gab es den Elfmeter und just in dem Moment fällt der Strom aus. Und seitdem fällt er ständig aus, permanent. Aber gut, die Wormser, naja, sie haben natürlich ein bisschen mehr Raum und sie wollen natürlich, aber so recht will es auch nicht gelingen. Im Grunde muss man sagen, steht der OFC den Umständen entsprechend ganz gut. Absolut, ja. Maslanka ist einfach zurückgerückt in die Innenverteidigung. Also wir mussten hier nicht mal groß wechseln. Maslanka jetzt rechter Innenverteidiger und Rapp staubsaugt natürlich mit Hilfe seiner Kameraden alle ein bisschen zurückgezogen. Natürlich, wir stehen sehr, sehr tief. Das ist logisch, einer weniger. Da kann man nicht erwarten, dass wir hier mit Hurra-Fußball begeistern. Aber Maas eben lange hat die Arme links und rechts. Hat, Leute, ich sehe niemanden. Ihr müsst euch zeigen. Ich muss euch jemanden anspielen können. Über die halbrechte versuchen. Das Doro ganz rechts raus. Wieder Doro halbrechts. 1-2. Die Staffette war ganz gut. Jetzt zieht er in die Mitte da. Saiti ist das, glaube ich. Muss ganz zurück auf Löchel spielen. Der wechselt jetzt auf die linke Seite. Guter Ball auf Stulin. Kann den Ball annehmen. Einhaken. Jetzt muss er ihn mit rechts bringen. Der kommt sehr, sehr gefährlich rein. Treske auf Endres. Aber Foulspiel vorher gepfiffen. Foulspiel, glaube ich, an Schulte war es. Der Treske hat sich da ein bisschen zu viel Raum verschafft. Aber Endres konnte den Ball am Ende auch halten. Trotzdem gibt es Freistoß für den OFC. Ich gucke mal auf meine kleine Uhr. Da sind noch 6 Minuten zu gehen im ersten Durchgang. Wir sind in der 40. Minute, also 39 Minuten gespielt. 6 Minuten noch 1-0 für den OFC. Dren Hoca in der 18. Minute. Foul-Elfmeter nach, naja, laut Schiri Foul am Theo. Vielleicht war es eins, werden wir irgendwann mal erfahren. Von hier sah es ein bisschen zweifelhaft aus. Aber wie gesagt, die rote Karte fanden wir auch zweifelhaft. Am Ende des Tages hätte er sich beides gespart, ja, würden wir jetzt nicht 1-0 führen. Aber vielleicht schaffen es die Jungs ja hier noch 45 Minuten plus das der ersten Halbzeit sich hier zu erwehren. Der Wormser Mannschaft, die ja sehr, sehr eingespielt ist. Nur Doro im Feld dazugekommen und der Torwart hinten. Ansonsten die komplette Mannschaft vom letzten Jahr. Also große Abstimmungsprobleme dürften die nicht haben. Ja, sagt der Schiri, Einwurf für uns. Ist der Wormser gar nicht einverstanden. Der Saiti hat sich da jetzt nach rechts gestohlen. Ja, hier kommt ein schöner Vorschlag von Günter Nosbach. Er schreibt, kann man einen Richter wegen Befangenheit ablehnen? Warum nicht auch ein Schiedsrichter? Geht leider nicht. Also das ist, haben schon ganz... Günni aus Rodenbach schreibt. Ja, das haben selbst die Bayern schon versucht mit irgendwelchen Schiedsrichtern. Das geht nicht. Also da wird wohl hier und da mal Rücksicht drauf genommen, wenn es krass ist. Oh, Fehler im Aufbau, Scheu dazwischen. Aber was gibt's da? Stulin gefoult worden. Ach Junge. Das ist nochmal der Zweikampf. Stulin liegt da. Robin Scheu geht halt ein bisschen rustikaler rein, wie das so ist. Das ist ein Männersport, ein Kerniger. Ja. Ja, ja, also wir sind ja schon heilfroh, dass wir jetzt hier 6 Minuten am Stück kommentieren können. Ja, ist ja unglaublich, denn wir hatten hier, ich weiß nicht, gezählte 20 Stromausfälle. Ja, das ist unfassbar hier, mal an, aus, an, aus, an, aus. Also jetzt wird hier eine Kabeltrommel wohl noch gesucht. Ich habe gefleht an den Bierstand, sie sollen endlich die Kühlung ausmachen. Ja, jetzt ist wieder aus, jetzt ist wieder ausgegangen. Super, also. Also gleich sind wir wieder weg, aber für die Aufzeichnung machen wir weiter. Na klar, Scheu, na. Kriegt den Goal, Löchelt. Oh, 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 jetzt müssen wir aufpassen. Doro ist zentral durchgesteckt. Jetzt wird es gefährlich. Saiti ist das von der Linie gekratzt da hinten. Fast von der Linie von Vetter. Schön geklärt. Noch einmal zurück. Wieder Löchelt ist das. Raus die Wurst. Und Scheu hat am Ende dann geklärt. Goal kann den Ball aber nicht bekommen. Goal jetzt ganz alleine da vorne. Unser Einzelkämpfer im Angriff. Und die Wormser. Klar, sie bespielen jetzt hier unser Tor. Was sollen sie auch sonst machen? Pinheiro ist das. Also das ist ja eigentlich nach all dem, was wir jetzt hier schon erlebt haben, es gibt ja nur eins, was uns hier überhaupt am Leben hält. Wir führen 1-0. Ja, wir führen 1-0. Wieder ein grünes Licht. Scheu dagegen. Stulin kann die Flanke bringen. Endres kommt raus, hat den Ball geholt, wird angesprungen, hat ihn aber gehalten. Geht nieder, hat erst einmal Zeit, geholt den Ball, gesichert. 20.17 Uhr haben wir, also haben wir hier noch 3 Minuten, 42. Minute ist hier gespielt, 1-0, Dren Hoca, Foulelfmeter an Theo das Ganze, rote Karte Benjamin Kirchhoff nach 11 Minuten, also der OFC in Unterzahl, das müssen wir wegstecken, das machen die Jungs bis jetzt hervorragend, klar ist das kein Riesenangriffswirbel, den wir hier abzocken, aber sie spielen sehr, sehr diszipliniert und jetzt Goal schön auf Scheu. Komm, Robin, setz dich da mal durch, macht er auch. Ein Haken zurückgelegt, wieder auf Mike Vetter. Mike Vetter, der rechte Verteidiger, auf Rapp, unser Einzelstaubsauger. Scheu, Rapp, da müsst ihr genauer sein. Robin,
Eieiei, Maslanka ins Leere gegrätscht wieder. Oh, nächste Gelbe. Ja, Marco Rapp hat ihn geschubst, das stimmt schon. Das muss schon Gelb geben für Marco Rapp. Ja, also geht schon in Ordnung. Gelb für Marco Rapp. Wieder Doro, ja, top gefährlich an Lukas Doro. 4 Zweitligaspiele für den FC Kaiserslautern. Ja, der hat auch bei Lautern 2 Top-Spiele gemacht. Also da haben sie einen richtig guten Einkauf getätigt. Und haben ja vorne mit dem Treske, haben sie ja ihren Top-Torjäger, 18 Hütten hat er gemacht, den haben sie behalten. Die Wormaten, also wie gesagt, eine fast unveränderte Mannschaft. 9. sind sie geworden in der letzten Saison. Und Maas mit den Freistoß bringen, diesmal drin kurz gespielt. Die 28, Köksal ist das. Ja. Aber jetzt ist so der Hauptdruck schon wieder weg. Maas, da warst du eben schon mal mit einem ruhenden Ball. Jetzt gucken wir mal, ob er ihn aus dem Lauf flanken kann, muss wieder quer spielen. Ja, unsere stehen natürlich massiert. 7er Kette vor dem Strafraum und da vorne 3er Kette. So ist das, beziehungsweise eine 6er und eine 3er Kette. Und das werden wir überleben. Ja, das werden wir überleben. Wir führen 1-0. Insofern darf er das auch mal singen. Ja, aber jetzt das erste Mal die Wormser im Ballbesitz. Eigentlich permanent im Ballbesitz. Ja klar, sie versuchen den OFC hinten einzuschnüren. Der ja nur noch mit 10 Mann spielt. Schon seit der 11. Spielminute. 11. Spielminute war es. Eine Minute ist hier noch zur Pause. Etwa. Vielleicht gibt da auch noch was drauf. Werden wir dann sehen. Aber roundabout eine Minute. Und wir haben, glaube ich, 20 übertragen können bisher. Der Rest war von irgendwelchen Stromausfällen hier weggebeutelt. Können wir wirklich gar nichts für, weil wir sind abhängig von dem Stecker oder von der Steckdose, die man uns zeigt. Jeder Sender dieser Welt ist abhängig von Strom. Genau. Das ist ja klar. Ohne Strom geht hier mal gar nichts. Ne? Ja, falls wieder irgendeiner schimpft, dass irgendwas nicht funktioniert, dann, Leute, wenn wir hier keinen Strom haben, dann haben wir hier keinen Strom. Fertig. So, Freistoß OFC, Foul an Scheu. Gucken wir mal. Jetzt müsste eigentlich gleich die erste Halbzeit rum sein hier nach meinem Ührlein, das ich neben mir liegen habe, auf das ich immer mal gucken kann. So, da habe ich noch schnell hier einiges. Hallo und ans ganze Team. Endlich rollt der Ball wieder in der Regionalliga Südwest. Ich wünsche euch ganz viel Glück für die Saison. Besondere Grüße gehen an Janina und ihre Familie. Liebe Grüße aus Trier von Nicole. Und schöne Grüße zurück. Andreas Koch schreibt, hallo Lucky Luca. Der gesendete Name ist Neophytos und das ist falsch. Rot-weiße Grüße und 3 Punkte. Andreas Koch, wir haben jemand anderen gesucht, den wir gestern erst vorgestellt haben. Und auch der Andi, der ist hier mit dabei. Hallo ihr Fanradio Nasen, schreibt er. Und jetzt gucken wir mal, gleich wird es Einwurf geben für den OFC. Wir drücken die Daumen und die richtige Antwort hat er auch, ist also mit im Gewinnspiel. So wie auch der Horst Schulzendorf aus Heusenstamm. Jetzt Einwurf Vetter, der eben schon mal da hinten auf der Linie gerettet hat im Grunde. Und der OFC, ja, mit Hodja, der kann das ja einfach auch ansatzlos und manchmal aus dem Nichts macht er auch ein Tor. Ja. Das war aber heute nicht aus dem Nichts. Nein, das war auch der Schuss war von Gaul. Hodja hat vorgelegt, Hodja hat ihn schön vorher durchgesteckt und am Ende der Drehschuss war von Brian Gaul. Der dann doch übers Tor ging, 1-2 Meter, ist er über den Winkel geflogen und Worms versucht wieder aufzubauen. Da über die doch den Kai, alles Liebe und Gute zur Saison. Den ersten Punkt halten wir mal fest mit 10 Mann. Ja, warum ein Punkt? Noch führen wir 1-0. Führen wir 1-0 und das, ja, bisher ist ihnen nicht so viel eingefallen. Wie gesagt, dann noch eine brenzlige Situation, als der Eckes retten musste, dann noch ein Kopfball nach Flanke. Gucken wir mal, nein. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig für uns hier zu kontern, weil wir immer aufpassen müssen. Da sind sie wieder an der Strafraumkante, will er durchstecken, aber Fehler. Vetter, erst einmal weg, die Wurst, genau. Jawohl, da schlägt er den Ball ganz, ganz rüber in die andere Hälfte. Ulrike Grüning schreibt die richtige Antwort und endlich rollt der Ball wieder auswärts und zu Hause. Ich hoffe auf 3 Punkte. Rot-weiße Grüße aus Darmstadt, also haben wir hiermit ausgerichtet. Schöne Grüße auch ans Fanradio-Team aus der Nachbarstadt Maintal. Es ist schön, dass es wieder losgeht und die Lust ist auch wieder da, wenn man wieder solche Schiedsrichter dazu geteilt bekommt. Oh weia. Aber was soll's, wir bringen das heute trotzdem hin mit 3 Punkten. Der gesuchte Neuzugang hat er nicht richtig. Der schreibt auch Neophytis und das ist Bernhard Klatzka. So, das Bällchen, das ist das erste Mal in den Reihen der Wormser, wo er eigentlich ständig ist. Die Offenbarer natürlich bedacht daraus, hinten die Kugel erstmal rauszukriegen. Eckes, der fängt jetzt das Bällchen und das gibt mir die Möglichkeit, hier kurz vor der Halbzeit noch ein paar Grüße loszuwerden. Denn ich hoffe, ich liege richtig, schreibt Julia Jonas und sie liegt richtig mit ihrer Antwort. Jeremias Kümpel hat auch die richtige Antwort und Marco Schorn schreibt aus Heinstadt, ja, ist also auch mit im GVO-Gewinnspiel der Gasversorgung Offenbach, die ja immer Vollgas gibt für den OFC und für das OFC-Fanradio. Vetter jetzt erst einmal an der Kugel. Naja, war eigentlich nichts, aber gut, also Freistoß wird es geben für den OFC und hier unten sind die Fans auch temperamentvoll. Hier unter uns stehen ja auf der Gegend gerade so ein
Kamera stand. Und naja, immerhin jetzt wieder 2 Minuten Strom am Stück. Das ist ja schon bemerkenswert positiv. So, servus ihr Lieben, Grüße aus dem Urlaub zu so einem Saisonbeginn. Schade, dass wir diese beschissene rote Karte bekommen haben. Aber er ist auch mit im Gewinnspiel. Nee, die Volker, Anja, Sarah und Niklas schreiben das aus Lämmerspiel. Und sie wollen ins Ennstal grüßen. Viele Grüße an die Rotz, die Rückolos und Franz und Ingrid. Nur die Kickers, das ist die Botschaft. So, jetzt kommt aber der UFC mit dem weiten Schlag dort vorne Richtung Tor. Aber dann, ja, doch ein bisschen zu weit. Bisschen zu weit von Robin Scheu. Aber ich weiß nicht, wie lange der noch spielen will. Schon 3 Minuten über die Zeit. Ich weiß nicht, wo da jetzt diese riesenlange Unterbrechung war. Vielleicht ist mir da irgendwas durch unsere eigenen Stromausfälle hier durch die Lappen gegangen. Sehen, in der Halbzeit läuft dann der Strom. Wahrscheinlich, ja. Tipptopp. Pünktlich zum Anpfiff ist dann der Strom wieder. Halbzeit. Jetzt ist also Halbzeit. Wir sind dann gleich wieder für euch da in Halbzeit Nummer 2. Okay, gleich wird es weitergehen. Der UFC führt 1-0 in einer spektakulären Partie, in Anführungszeichen zumindest, hat der Schiri sie spektakulär gemacht. Das ging ja schon los mit der roten Karte für Kirchhoff in der 11. Minute. Seitdem läuft der UFC mit 10 Mann hier ja ein bisschen der Musik hinterher und doch nicht hinterher. Im Gegenteil, die Wormser laufen hinterher, denn der UFC, ja fast im Gegenzug, machte das 1-0 durch einen Foulelfmeter, der auch nicht so war, dass man sagen müsste, selbst wir durch unsere rot-weißen Brille, naja, den muss man geben. Aber da war vielleicht schon auch so ein bisschen, wie soll man sagen, eine Wiedergutmachung angesagt. Konzession, vielleicht hat ihn das schlechte Gewissen geplagt, weil eine klare Torchance war das nie und nimmer da mit Kirchhoff. So, jetzt kriegen wir hier gleich Getränke. Lars, lass mich mal. Ja, dann mache ich hier mal weiter. Hier werden Getränke hochgereicht auf den Kamerastand. Wir sitzen hier in so einem Stahlgerüst ganz oben. Und die Wormser, naja klar, sie kommen, sie laufen, sie wollen natürlich unbedingt den Ausgleich hier erzielen, denn der OFC führt ja noch immer 1-0 durch den Foulelfmeter. Hodger hat getroffen. Ja, jetzt habe ich meine Apfelschorle bekommen, weil hier und heute nur Apfelschorle, weil ich muss mit dem Auto wieder fahren. Ist das der Grund, weswegen ständig der Strom ausfällt? Kann sein, weil ich Apfelschorle trinke. Du. Sieht aber aus wie Bier ohne Schaum. Ich also muss nur das rote Licht hier im Blick haben. Achso, das stimmt. Das muss sehen, ob hier weiterhin Strom ist. Aber jetzt haben wir eine eigene Stromzufuhr. Aber jetzt ist das Flutlicht an. Das macht mir noch mehr Sorgen. Eieiei. Das braucht ja auch Strom. Das hier stimmt. Löcher. Läuft mit Sicherheit auch übers Aggregat. Das stimmt. Aufpassen. Da ist die Nummer 7, ist das Gopko. Gopko auf der rechten Seite mit Löchelt. Versuchen sie sich durchzuspielen, der UFC. Sehr, sehr tief stehen sie da. Sehr, sehr massiert. Mit ihr haben sie ihre Ketten, ihre Riegelketten aufgebaut. Schulters, Kopf, aber Endres passt auf. Der Ball rutscht durch. Doro kommt nicht dran. Kann den Ball aufnehmen da im eigenen Strafraum. So, Lutz, haben wir das noch schnell fertig hier. Was gibt es denn zu gewinnen? Die GVO die gibt immer Vollgas für den UFC und fürs Fanradio. Und sie verlost 2 Haupttribünenkarten fürs nächste Heimspiel. Das Ganze gegen Astoria. Waldorf bringt die 3 Punkte mit, schreibt die Julia. Und sie will auch mit hier im Gewinnspiel dabei sein, ist ja ganz klar. So, der Jürgen Kopp aus Karl am Main, hat er die richtige Antwort? Nee, er schreibt, bringt 3 Punkte mit. Also das ist eigentlich eine ähnliche Botschaft. Und jetzt kommen die Worms erst einmal im Mittelfeld. Aber Marco Rapp, der erste Angreifer, hat da erst einmal die Kreise gestört. Der DJ Baba Harald, der schreibt, ihr zwei seid trotzdem super, auch wenn ständig der Strom ausfällt und so weiter. Und er hat die richtige Antwort natürlich, wer der neueste Neuzugang der Offenbacher Kickers ist. Jetzt aber der OFC dort hinten erst einmal dabei, den Ball rauszuhauen auf die Tribüne. Nicht die schlechteste Entscheidung, wenn man 1-0 führt und in Unterzahl spielt. Absolut. Also Worms brennt uns, aber jetzt spielen sie den Ball zurück erst einmal zu Maas. Und ich soll den Streu grüßen. Ja, der ist beim Schachturnier weit, weit weg und zwar vom Waldi. Und der Waldi und 4, 5 andere, die stehen hier unter den Wormsern hier, also nicht weit weg von uns, haben sich hier reingestellt und gesagt, das reicht hier völlig, um die Gegend gerade im Griff zu haben. Also Streu, schöne Grüße vom Waldi und von uns natürlich auch. Und weit nach vorne geschlagen von Steve Kroll, der Ball, Fahndal hoch, das heißt abseits war's, da bist du im Abseits gewesen, dann gehst du hin, die Nummer 11 war Saiti und da wird gewunken, da wird gepfiffen. Was haben wir jetzt hier gespielt, nochmal, dass ich das auf die Kette bekomme, so einigermaßen 3 Minuten. Ja, ich muss hier natürlich umrechnen, weil ich keine Stoppuhr mehr habe. Ja, wir haben von Matthias Vogel ja eine berechtigte Nachricht bekommen, warum ist denn Kirchhoff noch in der Aufstellung? Den habe ich jetzt mal rausgenommen, das sieht natürlich ein bisschen merkwürdig aus, weil keiner so richtig versteht, wie das sein kann, dass wir nur mit 10 Mann spielen. Und ganz ehrlich, Lutz, wir verstehen es auch nicht. Wir verstehen es auch nicht. Nein, also das war schon eine extrem diskutable Entscheidung, finde ich. 25 Meter vorm Tor zentral. Ein Rempel-Laufduell, also da war nichts mit Foul wegtreten. Also es ist nicht überheblich, mit Dreierabwehrkette zu spielen? Nein. Weil Kirchhoff jetzt nicht mehr dabei ist? Nein. Nein. Das haben wir einmal in Hoffenheim gemacht, das sollten wir nie wieder tun. Wir spielen im Moment mit einer Achterkette, und das ist auch gut so.
festhalten, was wir haben. Das ist das Motto. 1:0 führt der OFC. Das ist die gute Nachricht und die noch bessere Nachricht. Ja, wir haben Strom und einigermaßen stabil scheint er jetzt zu sein. Zumindest in Halbzeit 2 noch keine Unterbrechung, deren 20 in der ersten Halbzeit. Worms, sie tun sich schwer, versuchen immer wieder hier anzugreifen. Auch jetzt hier kommen sie aus der eigenen Hälfte, ohne groß, ja, wirklich Druck aufs offenbare Tor machen zu können. Denn die werfen sich beherzt dazwischen, so wie auch jetzt. Und dann einfach weit, weit raus. Ja, vollkommen humorlos, oder? So muss es sein. Ganz ehrlich, so muss es sein. Das gilt jetzt hier nicht. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendeinen Schönheitspreis gewinnen, abräumen, dass man sagt, oh, die Offenbacher, gepflegter Ball wie Ende der 40er Jahre. Das braucht alles kein Mensch. Wir haben hier ein 1-0 und wir werden mit Kratzen und Beißen uns dagegen stemmen, dass diese 11 Formaten, diese extrem eingespielten und noch durch Doro verstärkten Formaten, dass die uns hier die Butter vom Brot nehmen. Und das wird alles schwer genug mit der linken Seite. Kommen sie, Flanke rein, aufpassen, Theo macht da keinen Mist, lässt ihn durch, Schusschance, abgefälscht. Ja, Ecke, es hat ihn. So, lieber Lutz, und damit wir uns jetzt gleich voll und ganz ja, störungsfrei hoffentlich doch hier auf die zweite Halbzeit konzentrieren können, bringen wir jetzt das GVO-Gewinnspiel, die Gasversorgung Offenbach. Hat ja zwei Haupttribünenkarten ausgelobt. Zu Ende, du sagst mir eine Zahl zwischen 1 und 54. 1 und 54, da sage ich 26. 26, der Lutz kommentiert und dann zähle ich das aus und dann werden wir gleich den Gewinner haben. Ja, also der Lars zählt aus, Worms spielt quer in der eigenen Hälfte noch auf Auracher, der ist noch halb rechts in der eigenen Hälfte gespielt. Vorne auf Köksal, wieder Auracher rüber auf Maas, der überschreitet die Mittellinie, wieder auf Köksal. Ah, der schaut, der muss auf den Ball steigen, wieder halb quer spielen, das müsste Löchel sein. Ja, links rausgespielt im Duell mit Robin Scheu. Nicht flanken lassen, Robin grätscht ihn weg. Und was gibt's dann? Einwurf, glaube ich. Einwurf wird's geben. So, und Lutz, die Antwort, ja, die haben wir auch hier. Wer ist denn der Gesuchte? Der Joti, der Stamatopoulos. Joti Stamatopoulos, unser Co-Trainer. Der ist nämlich jetzt offiziell Co-Trainer. Vorher hat er nur hospitiert. Jetzt die amtliche Zuschauerzahl. 2280 Zuschauer. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, unter 1000 hier. Also das ist hier ja erst einmal eine gute Kulisse, das kann man nicht anders sagen. Ja, und wer hat denn gewonnen, Lutz? Jeremias Kümpel hat gewonnen. Ja. Ja, Jeremias Kümpel, herzlichen Glückwunsch. Zwei Haupttribünenkarten gehen dir zu. Und du musst einfach nochmal jetzt ein Mail schreiben an fanradio.ofc.de und dann werden wir deine Adresse aufnehmen und dir die Karten zukommen lassen. Jetzt aber Worms gefährlich. Und der nächste Eckball. Aufgepasst hat Ren Hodger. Das war auf der linken Seite richtig gut gemacht. Hat er sich ordentlich durchgespielt. Pinheiro könnte das gewesen sein. Aus der Entfernung schwer zu sehen. Bei den Ecken müsste 2:1 nach Ecken stehen, also allzu viele waren nicht, aber durch diese ganze Stromausstrahlung, da ist uns einiges hier durch die Lappen gegangen, das sei uns mal nachgesehen, das ist schon nervig. Jetzt kommt auf jeden Fall von der linken Seite der Eckball mit links getreten, wird er sich wegdrehen vom Tor, gucken wir mal wohin, alles, was ist jetzt los? Ach, die Ersatzspieler, die sollen wahrscheinlich weggehen vom Eckball. Jetzt werden die Offenbacher Ersatzspieler, die Auswechselspieler kriegen jetzt auch rot. Alle rot. Ja. Das muss rot geben. Muss rot. Sie machen sich warm. Frechheit. Ja, Frechheit in der Nähe der Eckfahne. Das darf so nicht sein. Also Eckball kommt mit links getreten. Dreht er sich weg vom Tor. Der kommt hoch und weit. Kommt am längeren Eck runter in die Mitte. Was war da? Ball war im Aus. Ball war Fahndal hoch. Der Ball war schon im Aus. Flugkurve aus. In der Luft im Aus. Also Abschlag. Verpufft dieser Eckball hier. Und wieder sind rum. 45, Viertel vor haben wir. Also sind 7 Minuten bereits gespielt im zweiten Durchgang. Die ersten 7 Minuten haben wir hinter uns gebracht. Gewechselt haben wir übrigens nicht in der Halbzeit, also Kirchhoff, rote Karte nach 11 Minuten, seitdem Maslanka hinten in der Innenverteidigung und Rapp ist der Hauptstaubsauger auf der 6, obwohl alle da eigentlich sich rumtreiben. Wir haben im Grunde ja nur noch 6er dann, Vierrad ist am Wirbeln, da ist auch am Verteidigen, der macht ein richtig gutes Spiel. Wie überhaupt die Jungen sich so als Kollektiv super reinschmeißen hier gegen die Wormser. Sind ja wirklich, man kann es nur immer wiederholen, top eingespielt. Nur den Doro dazu bekommen, das ist ein Qualitätsspieler. Und ansonsten ist das Original die Mannschaft der letzten Jahre, muss man schon sagen. Jetzt aber Scheu, Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Schauen wir mal, Robin, ob er irgendwas kreieren kann. Weite Flanke, da ist Vierrad, kann den Ball im Strafraum sogar annehmen. Da will er schießen. Da! 2:0! Der OFC führt! Und Hodger! Was haben wir denn
angesagte Hoca, der macht das aus dem Nichts und jetzt geht er in die Fankurve. Die 800 Offenbacher Fans, sie flippen aus, feiern frenetisch in Unterzahl der OFC. 10 Minuten waren gespielt, 11 Minuten, dann gab es schon Rot. Und jetzt führt man hier 2:0 bei den stürmisch agierenden Wormsern. Man nutzt die Entlastung und blitzsauber gekontert von Robin Scheu über die rechte Seite. Am Ende ging es nochmal hin und her und am Ende das Goldfüßchen von Hoca. Ja, und Vierrad war es, der den Ball da sensationell herunter nimmt. Technisch geht in den Strafraum, zieht noch auf die Linie und dann haut er das Ding in den 5-Meter-Raum und da spritzt Scheu, da spritzt Hoca heran und kann den Ball irgendwie dann im Getümmel unterbringen zum 2:0 für den OFC. Drenn Hoca, 53. Minute. Das spielt uns sensationell gut hier in die Karten. Meine Güte, bevor hier richtig Druck aufgebaut wird, führen wir 2:0. Heieiei, richtig, richtig gutes Spiel da unten von den Jungs bisher. Und habt ihn im Bild, Drenn Hoca, der Mann mit der Nummer 21, da haben wir ihn eingeblendet. 54. Spielminute, 0:2, Lutz, das hätten wir nicht gedacht, nach 11 Minuten. Ja, da stand man nicht hier nur wie begossene Pudel da, sondern auch ohne Strom und jetzt führen wir 2:0. Also, da war im übertragenen Sinne, hing meine Buchse auf 7:30, da stand ich so ein bisschen mit runtergelassener Hose da und dachte mir, scheiße. Wir machen und tun und irgendwas und dann nach 11 Minuten ist im Grunde der Saisonstart verpatzt. So waren meine Gedanken, aber da habe ich die Rechnung ohne die Jungs gemacht, also Chapeau. Aber was für eine Moral auch den Jungs hier. Aber aufgepasst, aufgepasst, jetzt erst einmal Worms, jetzt müssen wir richtig aufpassen. Kein schneller Anschlusstreffer, Theos Kopf erst einmal, löchelt, nächster Versuch, abgeblockt, jawohl. Jawohl, jetzt müssen wir noch weniger offen spielen. Jetzt können wir noch mehr auf Konter gehen, du. Und jetzt müssen die Wormaten, denen bisher nicht so viel eingefallen ist, um uns da vorne auszuhebeln, die müssen jetzt noch mehr Gas geben und dann, ja, irgendwann halt mal wirklich alles öffnen, weil sie brauchen ja erst einmal den Anschluss. Ja, jetzt habe ich gleich was für dich, Lutz, was lustig ist. Aber erst einmal Worms, aber der ist doch wohl hoffentlich verzogen. Ja, ja, ja. Der geht in die Fänge von Vierrad. Ja, ja, und er schlägt weit nach vorne. Goll kann den Ball nicht erlaufen. Die Wormser bleiben im Ballbesitz. Natürlich müssen sie jetzt umso mehr drücken. Aber Lutz, das könnte auch mit 10 Mann am Ende doch ein bisschen Raum geben für Konter wieder. Das ist es, ja. Und da brauchen wir ja nicht allzu viele. Ja, gucken wir mal wieder. Wir müssen jetzt zum Torwart zurückspielen, weil er rausrückt sofort der Drenn Hoca und den Maas unter Druck setzt da. Sie machen das super, super geschickt. Wir haben hinten eine 2-4, fast eine 6er-Kette und davor 3-6er Hoca, Rapp und Gaul. Gaul so ein bisschen so wie ein einsamer Arbeiter vorne in der Spitze. Also wir haben hier eine rote Karte bekommen und wir haben hier ständig den Strom ausgeschaltet bekommen. Ja. Und trotzdem führen wir 2:0 los. Also verkehrte Welt alles hier. War jetzt so nicht zu erwarten, aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, normal müssen wir hier mit einem glorreichen Sieg weggehen. Das, was uns hier alles so zwischen die Füße geworfen wurde. Jetzt gibt es da einen Freistoß. Kann auch Hoca nicht ganz verstehen. Da war ein normaler Zweikampf da mit Köksal. Jetzt gibt es einen Wechsel erst einmal bei Worms. Schauen wir mal, wen die Wormaten auswechseln. Da geht auf jeden Fall Gopko geht vom Feld. Eugen Gopko, der rechte Verteidiger. Jetzt werden sie wahrscheinlich offensiver wechseln müssen. Ja, was brauchen sie? Auch eine Viererkette hinten bei einem weniger beim Gegner. So, lieber Lutz, jetzt habe ich hier noch was sehr Interessantes. Der Adi Wehner schreibt, ich habe meinen Sohn Adi beauftragt, euch Bratwürste zu bringen. Leider findet er euch nicht. Der turnt auf der Haupttribüne, rum. Und sucht uns mit der Bratwürste in der Hand. Dort findet er höchstens Marcel Reich-Ranitzky, aber wir sind heute hier auf dem Kamerastand, also auf der Gegengerade. Gegengerade, so ist es, inmitten der Wormaten. Also eingewechselt ist Johannes Ludmann, Neuzugang von Illertissen vom FC. Gruß und Dank an Adi Wehner, den weltbesten Taxiunternehmen. Ja, Adi Wehner International. Absolut, kann ich mich nur voll und ganz anschließen, Adi Wehner, OFC ohne Ende. So, Konter, Goal, kann er den holen? Nein, aufpassen hinten. Was Lanka steigt hoch, wird unterlaufen, kriegt den Freistoß. Unzufriedenheit macht sich da ein bisschen in der Körpersprache. Kann man schon geben, ganz klar. So, Laura Naomi schreibt, leider war während dem Gewinn die Ziehung wieder Strom ausgefallen. Aber Laura, es hat ein Herr gewonnen. Ich weiß nicht genau, wer es jetzt war, das kann ich jetzt schlecht rekonstruieren. Aber du hast diesmal nicht den Zuschlag bekommen. Grüße kommen aus dem Saarland nach Worms. Achim grüßt Andi und natürlich das Fanradio-Team. Aber hallo, macht weiter so, Fanradio und Kickers sowieso, schreibt er. Mensch, das reimt sich, da hätte unser Freund auch Spaß dran. War großartig, mir gefällt es sehr gut. Ich bin gekommen von der Haupttribüne, um jetzt zu Ende zu kommentieren. Rapp dort vorne. Nein, Lutz, komm. Da war er wieder. Marcel Reich-Radicki, wie er lebt und schwebt. Keine Chance. Theo, letzter Mann quasi auf der Mittellinie. Chip durch auf Goal. Ah, da rutscht er weg. Kann Hoca dranbleiben? Nein, hat er erkämpft, der Maas hat er gut gemacht. Und wieder kommen sie über Köksal, der über die linke Seite. Das ist Saiti im Zweikampf mit Scheu. Grätsch dazwischen.
Freistoß gibt's. Ja, und da haben wir noch vorher was. Lieber Lars, lieber Lutz, viele Grüße und Dank für eure Reportage aus Worms. Die Lösung lautet Neophytos. Klaus schreibt, der Klaus Pfannmüller, das ist nicht richtig. Und das ist auch längst aufgelöst, das GVO-Gewinnspiel. Die Lösung war nämlich unser Joti, unser Co-Trainer. Der ist der jüngste Neuzugang. Jetzt aber wieder Worms gefährlich am Strafraum. Aber die Offenbacher, sie stehen aber auch wirklich gut, diszipliniert, kämpfen, versuchen dann ein und das andere Mal die Lücke zu finden für den Konter. Naja, und die Spielunterbrechungen, Lutz, die dienen uns, das ist doch klar. Das zerstört erst einmal das Wormser Spiel und wir können ein bisschen durchschnaufen. Ja, wer hat jetzt aber gelb gesehen? Ich glaube, löchelt war der Stand da in der Nähe. Ja, da das Spiel unterbrochen ist, sage ich, wir brauchen euch dringend, so wie ihr jetzt auch Fanradio hört und uns braucht. Wir wollen für euch weitermachen, wir haben uns dazu entschlossen, aber wir können das nur, wenn auch entsprechend ihr uns unterstützt. 40 Euro braucht es oder auch zweimal 20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder eben ein Dauerauftrag monatlich 3,33 Euro auf unserer Website beim Fanradio. Ist gleich die Kontoverbindung eingeblendet. Bitte, bitte schaut, damit wir für euch weiter Fanradio machen können, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Denn wir wollen doch noch viele, viele schöne Stunden, viele schöne Siege übertragen. Vielleicht den ersten heute aus Worms. Das wäre mal ein Ding, das wäre mal eine absolute Nummer, weil wie gesagt, seit der 11. Minute in Unterzahl Benjamin Kirchhoff rote Karte wegen vom Schiedsrichter so geahnteter Notbremse. Ja, aber 1-0 Hodja, 18. Foulelfmeter, 2-0 Hodja, 54. Tolle Vorarbeit von Vierer. Ehrlicher Wechselgesang, hör mal. Ja, drüben mit der Tribüne, da, links, das ist so. Auch nochmal offenbar. Drei Fanblöcke, offenbar mit drei Fanblöcken heute unterwegs. So, jetzt kriegt Vierer auch noch gelb. Nee, ist er nicht Vierer, wer ist es? Jetzt ist Robin Scheu, der hatte doch noch kein Gelb, zum Glück. Zum Glück habe ich das richtig gesehen, weil vorhin hieß es noch, der hätte schon gelb, aber hat er nicht. Jetzt hat er es. Gezupft, geahndet, bestraft. So, Robin, jetzt musst du aufpassen oder Olli Reck muss ihn möglicherweise irgendwann demnächst zum Selbstschutz, zum Schutz der Mannschaft vom Feld nehmen, weil zwei weniger, ich glaube, das wird dann verdammt schwer. Einer sind wir weniger für mit 2-0. Maas, so, der muss erst einmal gucken, wohin, wieder links rausgespielt, links Außenposition, Flanke aus dem Halbfeld, Gorl steigt hoch, köpft schön raus und Rapp, fott die Wurscht, so ist es, der Torwart muss hinten laufen. 60 Minuten gespielt, da steht's, 2-0 für der OFC auswärts und das eigentlich fast von Anfang an in Unterzahl. Also die Jungs sind richtig tapfer hier dabei bei all den Strapazen, ja, die wir jetzt hier schon hinter uns haben. Ist das die gute Nachricht des Tages, dass wir jetzt hier, ja, Strom haben, die ganze zweite Halbzeit schon. 15 Minuten am Stück, Lutz, das hat es noch nie gegeben. Unfassbar, so viel Strom. So, Goal, da kriegt er bei Vierrad, kriegt er nicht hin. Aufgepasst hat er der neue Mann, Luttmann. Jetzt da als rechter Verteidiger, weil er offensiv eingesetzt, muss der eben mal reingehen. Ja, Aufbaufehler. Bei Worms, die nehmen wir alle gerne jede Sekunde das alles durchschnaufen. Das ist wieder Sortieren, das ist wieder Konzentration. Und bis jetzt eine Stunde top konzentrierte Leistung der Mannschaft. Eine richtig geile Mannschaftsleistung, die sie da unten abkorken. Und die bisher von Tren Hodja, dem zweifachen Torschützen, so richtig abgeglänzt, abgedeckelt wurde. Na, gedeckelt noch nicht, aber auch einen wunderbaren Weg gebracht hier. Und Endres weit nach vorne geschlagen. Kopfball, Verlierer, Scheu erst einmal, macht aber nichts. Maslanka dazwischen, ja, der schmeißt sich auch hier rein bei seinem Ex-Club. In alles, in jeden Zweikampf. Und Vierrad im Zweikampf an der Seitenlinie. Was gibt's? Einwurf, ja. Vierrad beschwert sich, da wurde er gefoult. Aber Schiri sagt, nee, du hast ihn jetzt ausgeköpft. Das hat er tatsächlich, aber in Behinderung. Einwurf Worms auf jeden Fall. Kommen sie über halb links, eigene Hälfte. Maas beschleunigt das Ganze. Auf die linke Seite, Stulin war das. Da kommt den Ball wieder, fast an der Mittellinie, aber noch das Bällchen jetzt quer gespielt und Goal geht Meter um Meter da unten. Huiuiui, da bleibt die Stimme weg, Auracher. Ich gucke auch immer wieder gerne mal auf die Uhr. 9:05, das heißt noch 28 Minuten, wenn er einigermaßen pünktlich abpfeift. Also wir haben keine halbe Stunde mehr hier zu gehen. 2-0 führen wir, zweimal Hodja. Foulelfmeter und abgestaubt nach toller Vorarbeit von Vierrad. Aber Worms kommt. Worms, zentral sind sie. Keine Freistöße. Wollten sie durchstecken. Aufgepasst hat er erst einmal Mike Vetter. Jetzt chippen sie rein auf Treske, das im Strafraum. Fahne hoch, da warst du ganz allein. Und er trifft auch nur das Außennetz. So darf es weitergehen. 2-0 für die OFC. 63 Minuten gespielt. Und die Jungs, sie stemmen sich nicht nur dagegen. Nein, sie sind auch hellwach und versuchen, die Lücke zu finden, um den Konter zu fahren. Absolut. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Leistung, die sie hier bringen.
Weil wenn du weißt, du bist 80 Minuten in Unterzahl. Ja, und wir haben es doch an uns selbst gesehen. Nach 11 Minuten war doch für uns klar, heute geht hier nichts. Ja. Denn wenn das so schon anfängt. Und das ist umso bemerkenswerter, dass die Jungs hier aufgestanden sind und ja nicht nur zurückgekommen sind, sondern auch noch ausgebaut haben. Absolut, das ist so. Also eine richtig geile Sache direkt nach der Halbzeit, wo du denkst, jetzt kommt die Wormatia mit Riesendruck. Ja, da haben wir einen reingekontert. Wunderbare Sache. Und jetzt ist Hodja am Ball an der linken Seite. Kriegt er den Einwurf? Gibt's ja. Schiri sagt für Gelb. Und Gelb, das sind wir heute. Knallgelb, Neongelb, Textmarker Gelb. Die Trikots des OFC. Und Theo wirft ein auf Hodja. Links außen. Gegen zwei ist er da am Machen. Der neue Mann Ludmann nach vorne. Und die 28 Köksal wieder. Viele, viele Ballkontakte. Aber den weiten Schlag, da muss der Mike Vetter nur aufpassen gegen Saidi. Mike macht da keinen Mist. Ja, da muss er noch einmal stechen. Was gibt's da? Freistoß. Freistoß für Worms aus dem Halbfeld. Linkes Halbfeld. Jetzt holt er sich noch den Mike Vetter ran. Hat er was? Nein, der ist noch unbelastet. Bleibt bei der scharfen Ermahnung oder holt das Kartal raus. Gelbe Karte Mike Vetter. Also bald haben wir sie alle durch. Wer nicht vom Feld gestellt wird, hat er noch gelb. Also Schulte, Scheu, Vetter und Rapp. Also fast die komplette Defensive, obwohl heute eigentlich jeder Defensive ist. Hat gelb. Und Freistoß, ja, halb linkes, ja, fast von der Seitenauslinie. Halbfeld. 64 Minuten gespielt, 2:0 für der OFC. Ja, wer hätte das gedacht? Freistoß, Wormatia Worms. Aber die haben anscheinend viel Zeit, wechseln jetzt auch erstmal aus. Ja, ist so. Geht Doro runter, also der schießt schon mal kein Tor mehr. Neuzugang Jan-Lukas Doro, den haben wir einigermaßen im Griff gehabt. Ja, wer wird reinkommen? 65 ist der Spiel. Ja. Also Güklü, Arif Güklü, das ist Arif Güçlü. Güçlü wird er ausgesprochen, der kommt und Worms hat ihn ausgeführt, den Freistoß kommen über die linke Seite, Flanke kommt rein, kommt kurz an den Strafraum, was war da, Fahne war hoch, ja, wieder abseits. Sehr schön gesehen vom Assistenten. Jetzt passt mir auf, keinen Aufbaufehler. Freistoß, faul an Rapp, auch gut gemacht. Sagt aber hier, den darfst du mir nicht so einfach in die Mitte spielen, dass ich in so einen Zweikampf komme. Und Schulte passt auf, kriegt den Robin Scheu. Nee, kriegst du nicht. Kriegst du doch. Nee, kriegst du nicht. Er gibt alles der Robin, aber den kriegt er nicht mehr. Komm Robin, jetzt aber rückwärtsgang. Gib Gas, sonst haben die da zu viel Platz auf der linken Seite. Aber sie merken es gar nicht einmal. Sie wechseln hier auf die rechte, auf den neuen Mann. Ludmann ist das. Im Zusammenspiel mit Pinero, wieder Ludmann, aber zurück auf Auracher. Geht jetzt über die Mittellinie und massiert ist wieder hinten die Gesamtkette, die Neunerkette des OFC, fast eine Achterkette. Und Brian Gall, der da vorne lauert vor dem Mittelkreis. Und sie müssen wieder zurückspielen, immer wieder zurück. Ja, klar ist da ganz wenig Platz zum Spielen, weil einer weniger ist in der Abwehr, kannst du den kompensieren, klar. Nur nach vorne müssen wir nur immer weniger machen. Also aufpassen, da kommen sie gefährlich. Kopfballecke, es Glanzstadt. Oh, weia, und jetzt muss er raus. Überragend, Daniel Endres. Glanzstadt, die Katze, wo hat er den rausgeholt? Überragend, der war doch drin eigentlich, der Ball. Ein Kopfball aus 6-7 Metern. Und irgendwie fliegt er in den Winkel und holt das Ding noch raus. Und im Nachschuss, irgendwie behindern sie sich auch gegenseitig. Sie haben es nicht geschafft. Was für eine Riesenchance hier, du. Was haben wir gespielt? Fast 67 Minuten, du. Heieiei. Und Hodja immer wieder Hodja. Zweimal hat er getroffen. 18. Minute, Foulelfmeter, 54. nach Zuspiel von Vierrad. Unglaublich nach diesen Rahmenbedingungen, dass der OFC tatsächlich führt. Und nicht irgendwie führt, er führt 2:0. Naja, und das klingt eigentlich komfortabel, aber nichts, aber noch gar nichts ist gewonnen. Nein, noch gar nichts. Wir müssen uns hier ganz schwer strecken. Freistoß, linke Seite, ist eine ganz gefährliche Flankensituation da. Alles tummelt sich im Strafraum, oder kommt ihm Fünfer ganz gefährlich runter. Maß war da dazwischen. Was ist da? Gefährliches Spiel, Freistoß für den OFC. Okay, ich weiß, ich habe nichts gesehen, aber irgendwas wurde gewunken und gepfiffen. Freistoß gibt es auf jeden Fall für den OFC. Durchatmen, wieder ein bisschen Zeit vergeht. 67 Minuten sind gespielt. Wir sind noch bei 22 Minuten, die zu gehen sind hier in Worms. Ja, und schon 22 Minuten jetzt hier Strom am Stück. Ja. Das hat es in der ersten Halbzeit nicht gegeben. Da hatten wir 22 Ausfälle. Das ist die eigentliche Sensation. Ja, gut. Also jetzt Zweikampf hier, oh, da bearbeiten sie sich gar nicht gegenseitig ganz schön. Also
Hier wird sich nichts geschenkt, das muss man sagen. Der OFC auf Biegen und Brechen verteidigt er. Und die Worms, naja, die wollen es natürlich auch mit der Brechstange. Ah ja, nur, die erste Spiel vor heimischer Kulisse, was haben sie gehabt? 2000, fast 300 Zuschauer. Das haben sie kaum gehabt in der letzten Saison. Absolut, also da will man schon mal bei herrlichen Rahmenbedingungen, da will man schon mal was zeigen. Da willst du vor allen Dingen nicht verlieren. Und jetzt, sie müssen alles geben, haben wir ihr Neuzugang Doro, der ist ausgewechselt worden. Der war, ja, beteiligt war er halt an der roten Karte, aber ansonsten hat er nicht allzu viel Gefahr versprüht, das muss man sagen. Der wird seine Zeit brauchen, jetzt gibt es Offensivfoul, da drüben Foul an Scheu. Und wir machen es hinten defensiv halt wirklich gut. Jetzt kommt der erste Wechsel, das ist, ich glaube, Semi Sentürk wird kommen, ich meine die 19. Also gut, Semi Sentürk, ja, der Youngster kam ja von der A-Jugend. Ja, das so, kam von der A-Jugend hoch, wer wird gehen? Trent Hodger, oder? Doppeltorschütze. Ja, der hat er auch. Der ist hier Wege gegangen wie ein ganz großer. Dren Hoca geht. Semi Söntür kommt, um noch ein bisschen mehr die Defensive zu stärken. Hoca schießt eigentlich immer nur Tore, wenn man nicht damit rechnet. Ja. Aber das ist so ja, brauchen wir. Ja. Das ist ja das, was uns immer gefehlt hat. Ist so, ja. Wird sich immer einer finden, der mal das Füßchen in die Frage, haben wir ein Stürmerproblem? Nein, wir haben ja Hoca. Wir haben ja, ich wollte nur das sagen. Ja. Also Sentürk, Profi-Premiere in der Liga. Linke 6 wird er gleich eingenommen, die Position der linken 6. Das Ganze wird jetzt noch defensiver hier gestaltet, weiter, weil Luttmann ist das auf rechts außen. Ist er gegen Vierrad im Zweikampf, Vierrad grätscht rein, Eckes will raus. Ah, Vetter macht das gut erst einmal. Scheu behauptet den Ball gegen Saidi. Nein, hat den erst einmal verloren. Die Wormser kommen wieder am Strafraum. Exinzer rausgelegt, kann die Flanke kommen. Kommt gefährlich, Kopfball, Tor. Ist passiert, ja, 2:1, okay. Haben sie gut gemacht, muss man sagen. Guter Spiel. Wer war's? Die 18 war es, das war... Also nur noch 1:2. Da kam der Eingewechselte mit dem Kopf noch dran und so steht es 1:2. Naja, Gützli war's, der neue Mann. Also den haben wir noch nicht so ganz auf der Rechnung gehabt, wohl wesentlich effektiver als Doro. So war es, der nächste Wechsel. Und bei dem Dauerberan war das ja schon auch eine Frage der Zeit, bis sie irgendwann auch mal ein Tor machen. Aber vielleicht können wir das wirklich noch irgendwie über die Runden bringen. Schauen wir den OFC erst einmal jetzt hier mit dem Ballverlust. Die Wormser, die werden natürlich jetzt noch mal alles aus sich rausholen wollen. 20 Minuten, lange, lange Zeit hier zu gehen, das ist so. Man, sie brennen hier seit 80 Minuten unser Tor. Wir waren zweimal vor ihrem, machen 2 Tore. Das ist schon optimalste Chancenverwertung, die wir hier an den Tag legen. Das muss man einfach sagen. Daniel Endres vorhin mit Weltklasse-Parade, das muss man auch erwähnen. Und wieder weite Flanke in den Strafraum, passt mir auf, Treske legt per Kopf quer. Da ist er wieder, nein, die 20 war es diesmal, Pinheiro, aber der kriegt keinen Druck hinter den Ball. Der Eckes taucht ab und kann den Ball aufnehmen da, zentral. Heieiei, das werden lange, lange 20 Minuten hier. Aber ganz ehrlich, ich hätte nach 10 Minuten nicht gedacht, dass wir nach der 70. Minute hier noch so komfortabel zittern dürfen. Da wären wir sehr froh gewesen, wenn wir nach 11 Minuten gehört hätten, in der 70. Minute führt ihr 2:1. Da hätte ich das hätten wir sofort genommen. Ja. Ne, aber ganz klar, es wird ein schwerer Gang. Und wie gesagt, noch 19 Minuten zu gehen. Und das werden sehr, sehr lange 19 Minuten, gefühlte 90 Minuten. Absolut. Nächster Wechsel da hinten, Stoilers wird gleich kommen. Stoilers hat sich da bereit gemacht, während Worms wieder über die linke Seite kommt. Ihre gefährliche Angriffsseite ist das, wieder die Flanke. Jetzt ist es fast so weit, Herr Ron, Freunde. Ging er ja an allen vorbei, die Offenbacher, ein bisschen Konfusion in der Abwehr. Dann erst einmal rausgehauen, aber da steht natürlich kein Offenbacher klar. Wer will es Ihnen verdenken mit 10 Mann? Versuchen Sie, den Vorsprung zu verteidigen. Und die Wormser Fans hier machen hier gute Stimmung, auch von der Gegend gerade, ganz klar. Alte Fans, die wahrscheinlich früher die zweite Liga Süd auch noch miterlebt haben, haben sich hier zusammengefunden, während drüben auf der Haupttribüne da mehr so die Ultras stehen. Und auch hier gut mit Stimmung bei der Sache sind. Naja, die sind natürlich auch noch hoffnungsfroh. Aber der OFC, er führt immer noch 2:1, 18 Minuten noch zu gehen. Ja, und Stoilers steht da zur Einwechslung bereit. Mal sehen, für wen er kommt, wen er da jetzt erlösen kann. Weil es ist schon ein Mörderprogramm mit einem weniger. Ja, so richtig kalt ist es hier immer noch nicht. Und am Anfang war es richtig heiß da unten auf dem Feld. Darf man alles nicht vergessen. Also das ist hier schon Abnutzung, die hier stattfindet. Unsere Jungs schmeißen sich in alles rein. Jetzt kommen sie zentral. Oh, schön gemacht von Marco Rapp und Goal. Da haben sie wunderbar den Ball voll Schlappen genommen, aber jetzt gleich auch wieder verloren, weil er wusste nicht, wohin spielen. Mike Vetter macht die Kugel weg, immer noch gefährlich, die Wormser kommen im Strafraum und jetzt fällt er. Er pfeift elf Meter, aber das war auch wieder nichts, oder? Nein. Ich habe da nichts gesehen, gar nichts. Nein.
Aber gut, ist okay. Also, die Wormser freuen sich. Jetzt ja, wird es natürlich wieder schwierig. Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht, ist egal. Wir sind eben, einer kriegt gelb. Ich weiß es nicht, hoffentlich war es noch kein anderer. Maslanka wahrscheinlich. Oder gucken wir mal, wer kriegt jetzt gelb. Nicht, dass wir jetzt noch eine gelb-rote haben. Nee, hat, glaube ich, keiner gelb gesehen. Aber es gibt Elfmeter. Den gibt's. Wer wird ihn schießen? Pinheiro ist da. Endres muss ihn einfach halten. So einfach ist das. Komm, Endres, denk einfach, es ist Pokal. Es ist Pokal. Ja. Komm, Lars, es ist Pokal. So. Ja, jetzt wird hier mächtig Stimmung gemacht. Aber wer wird ihn schießen? Treske, Stulin. Stulin geht, glaube ich, weg. Löchelt, meine ich. Löchelt wird ihn übernehmen. Oder nee, geht auch weg. Stulin, die 23. Stulin, ja, der steht die ganze Zeit schon hochkonzentriert da. Gegen Endres, komm, Eckes, pack dir einfach diese Hula, pack ihn dir. Holin wird hier zum Helden von Worms, ganz einfach gegen Stulins Elfmeter jetzt. 3, 4, 5 Meter Anlauf macht er, schießt drin. Scheiße. Ja, 2-2, unterm Strich geht das in Ordnung. Aber jetzt müssen wir natürlich weiter die Devise aufrechthalten. Irgendwie das Ding über die Zeit retten, vielleicht auch nochmal einen Konter fahren. Zweimal ist es gelungen. Aber es waren im Grunde auch die einzigen zwei großen Möglichkeiten. Ja, das ist so. Also wir haben hier, also es ist schon normal, so wie es im Moment läuft. Das ist, muss man sagen, 80 Minuten auf ein Tor gespielt, dass sie tapfer verteidigt haben, unsere Jungs. Aber es ist halt ein extremes Fund, wenn du nach 10 Minuten eine rote Karte kriegst. Das ist unglaublich schwierig, das zu spielen. Jetzt kommt, wer geht? Robin Scheu geht. Ja, der hat schon gelb. Das macht Sinn, den Robin runterzunehmen. Nicht, dass uns noch einer runterfliegt. Stoilers kommt. Noch ein frischer Mann. Allzu viele haben wir ja nicht auf der Bank. Jetzt wäre noch frei. Neophytos wäre noch da als Option vielleicht vorne, um vorne was zu machen. Aber hier, ganz ehrlich, 15 Minuten vor Schluss, da geht es darum, irgendwie vielleicht das Pünktchen zu schnappen. Und damit könnten wir höchst zufrieden sein, ganz ehrlich. Höchst zufrieden sein, auch wenn wir 2-0 führen, das ist egal. Aber die haben auf ein Tor gespielt hier. Und wir hatten zwei Kontermöglichkeiten. Bei der 2-0-Führung wussten wir ja, dass das nur erst einmal ein Vorsprung ist, ja, der uns dazu dient, vielleicht irgendwie ein Unentschieden oder ja, im besten Fall natürlich einen knappen Sieg reinzubringen. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber jetzt kommen sie erneut und schöner, erst einmal aufgepasst von Maslanka. Ja, auch wenn der jetzt ins Aus geht und die Wormser beflügelt sind und jetzt von den Fans hier auch angefeuert werden. Da wird es Einwurf geben, schnell ausgeführt, naja, abgelegt, aber so recht. Will das nicht, nochmal zurückgespielt, aus der eigenen Hälfte kommen sie, zentrale Position, jetzt müsste es vielleicht links rüber gehen, genau, aber naja, offenbar stehen immer noch, machen die Räume immer noch dicht, so wo das möglich ist, eben mit 10 Mann, nach dem Ausfall schon in der 11. Minute, nach der roten Karte an Kirchhoff, ja, der Kirchhoff kommt hierher und nach 11 Minuten ist schon vorbei. Ja, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Also uns sperren alle Innenverteidiger weg. Weiter Schlag, aufpassen, wieder nach innen gelegt. Nächste Schusschance. Treske, immer noch heiß der Ball. Wott die Wurst. Ay, nicht weit genug. Luttmann ist das. Rechte Seite, Pinheiro, kann er die Flanke bringen, immer wieder geblockt, es ist löchelt mit der nächsten Flanke, kommt in den Strafraum, Eckes hat ihn erst einmal runtergeholt, den Ball aus dem Himmel hier. Heiliger Strohsack. Also 76 Minuten gespielt, 14 Minuten noch zu gehen. Lange, lange 14 Minuten, viel zu lange 14 Minuten. Der OFC in Unterzahl seit der 11. Minute. Naja, also wollen wir schauen. Die sind jetzt drauf, die Wormaten, das ist klar. Die sind jetzt hier fast ja komplett gespritzt. Die haben die zweite, dritte, vierte Luft hier bekommen. Logisch, Pinheiro zieht in die Mitte, zieht er ab. Eckes taucht ab, hat den Ball. 18 Meter Schuss, Pinheiro, Linksschuss zentral. Aber Eckes hat ihn unter sich begraben. Ach Mann, 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 Mann. Was für ein Spiel bisher. Heldenhaft und unsere Jungs, schade, schade, dass wir das nicht noch länger haben halten können. Jetzt ist es wirklich spitze auf Knopf, dass wir hier am Ende ohne was dastehen. Aber gut, bei der Chancenanzahl und bei dem Gedrücke von Wormser Seite war es klar, dass irgendwann auch mal die Kette reißt dahin. Natürlich, absolut, ist so. Der kommt auch rein, der neue Mann, den hatten sie noch nicht irgendwie so auf der Rechnung da. Die ganzen Sachen auf den Toro haben sich gut eingestellt. Also Klaus Pfannmüller schreibt, das wäre ein Ding, wenn wir mit 10 Mann hier doch tatsächlich gewinnen könnten, dann würden neue Kickershelden geboren. Für mich haben sie bis jetzt hier schon eine Riesenmoral gezeigt und das wäre natürlich ganz, ganz toll, wenn es mit einem Pünktchen wenigstens belohnt würde. Allerdings super wichtig wäre das in die Saison nicht gleich mit einer Niederlage starten. Ja, ich sage auch mal so, wir hätten das hier heute mit 11 Mann auch im ganzen Leben nicht so spannend gestaltet. Da hätten wir das, glaube ich, relativ doch für uns entscheiden können, dieses Spiel. Bin ich sicher, jetzt passen wir mal auf, dass wir hier, ja, geht durch auf Endres.
Aber hätte, hätte. Rote Karte hatten wir. 80 Minuten in Unterzahl. Davon müssen wir jetzt noch knapp 10 absolvieren. Oder gut 10. Sagen wir, ja, 12 Minuten sind es noch. 12 Minuten. 12 Minuten also. Und dann wird er noch was draufgeben. Also ich befürchte, wir werden 14, 15 Minuten hier noch zu gehen haben. Man darf gar nicht drüber nachdenken, wie lang das ist. Ja, und der Ball ist erstmal beim Wormser Torwart. Da sage ich es nochmal, wir brauchen euch. Wir brauchen 40 Euro Unterstützung von dir, der du jetzt gerade zuhörst. Ja, wenn das auf einmal zu viel ist, zweimal 20 Euro geht auch Vorrunde, Rückrunde oder eben ein Dauerauftrag über monatlich 3,33 Euro. Da kriegen wir das gemeinsam hin, allen denen, die sich schon beteiligt haben. Und die Hälfte der Saison ist bereits finanziert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben es dir möglich gemacht, dass du jetzt Fanradio hören kannst. Bitte tust du ihnen gleich, sodass du zukünftig auch mit gutem Gewissen Fanradio hören kannst. Und kein Schwarzhörer bist. Ja, kein Schwarzspieler ist Daniel Endres. Der spielt nämlich in Blau und schlägt den Ball jetzt weit auf die rechte Seite. Nach vorne Stoilers steigt da hoch, unterspringt den Ball. Stulin hat da kein Problem, da hinten aufzunehmen in der linken Verteidigerposition und den Ball wieder nach vorne schlagen. Klar, sie wollen jetzt natürlich den Dreier noch. Sentürk dazwischen. Semi-Sentürk und jeder Ball nach vorne auf. Dreske, den suchen sie natürlich auch, ihren Torjäger. Was hat er jetzt gesagt? Ja. Sagt der Fuß hoch. Gibt es gleich nochmal Geld, pass auf. Ja, das wäre jetzt auch noch. War das wieder eine böse Geste, oder? Jetzt kriegt er Geld. Marco Rapp. Nee, Semi-Sentürk. Sentürk. Der hat ihn weggeworfen, den Ball. Gibt es Geld? Meine Herren. Also, er nimmt es hier sehr genau. Ja, sehr genau, so mit allem. Aber gut, müssen wir so hinnehmen, können wir uns nicht aussuchen. Wir können jetzt nur noch Daumen drücken, alle miteinander Daumen drücken, dass wir irgendwie hier den Punkt einschnappen können. Der wäre super wichtig für die Moral, mit 80-minütiger Unterlegenheit oder Unterzahl hier noch einen Punkt schnappen. Das wäre schon super wichtig. So, rein verlängert der Ball, kümmern haben, Dreske ist das. Na, ist das überhaupt Dreske? Nee. Och, da fällt er. Jetzt haben wir vielleicht eine Kontermöglichkeit. Oh, da wird er umgehauen. Lässt Vorteil gelten. Jetzt kommen wir über die linke Seite noch einmal. Theo nimmt der Vierrad mit. Wieder Theo. Hey. Ja, was gibt's da? Hat den Theo geschubst, oder? Freistoß, ja, muss eigentlich. Für uns Freistoß, aber. Ja, ich glaube, er pfeift andersrum. Nee, hat eigentlich für uns angezeigt. Ja. Eigentlich wurde Theo auch ins Aus gedrängt. Ja, ja, natürlich. Was jetzt gibt er den Ball nicht her. Was sind denn das für Kindergartenspielchen? Ja, der Offenbacher Fanblock, der tobt natürlich. Das ist nicht lustig. So, Vierrad beim Freistoß. Das wäre natürlich jetzt ein Ding. Machen wir das 3-2, Lutz, dann lege ich mich fest, dann bringen wir das Ding nach raus. Empfänglich. Ich bin wir sind empfänglich, Lutz, wir sind empfänglich. Wir sind empfänglich. Jetzt kommt er rein. Geschlagen, noch immer dort vorne im Strafraum, da fallen sie. Ja, wieso, wieso? Schulte gedrückt haben. Ja, interessant, wenn Schulte das Stürmerfoul begeht. Ja, das ist so. Also unglaublich. Eiskalter Stürmer. Oh, eiskalter Stürmer ist das. Was war das da? Mike Vetter wurde auch noch ein bisschen umgerannt, aber es geht weiter mit Freistoß für Marcia Worms. Da hinten mit Steve Groll hat den Ball schon wieder nach vorne gebracht. Sie kommen gleich über der linken Seite über die Mittellinie. Rollt der nächste Angriff. Mike Vetter dazwischen. Ja, aber er muss ihn zurück. Was gibt's jetzt? Vetter auch noch gelb. Gelb-rot. Das sind wir zwei weniger. Ei, gelb-rot. Das gibt es nicht. Ja. Ei. Das ist die Minute. Wo sind wir hier hingeraten heute? Ja, also. Weiß ich nicht mehr, muss jeden Scheiß hier pfeifen, jeden Scheiß ahnden. Der hat nur darauf gewartet, dass er irgendwie wieder was pfeifen kann. Jetzt haben wir halt Gelb-Rot, zwei Mann weniger. Er wird es schon irgendwie schaffen, es wird noch einen Elfer geben, irgendwas wird es noch geben. Also wenn wir dieses Spiel hier mit dem Unentschieden gestalten, ist das ein, das grenzt an ein, es grenzt an ein Fußballwunder dann. Der OFC jetzt mit 8 Feldspielern gegen die 11 aus Worms. Ja, also. Jetzt geht es hier nur noch drum, 8 Minuten lang. Hinten verbarrikadieren, den Ball wegrotzen. Nominell bliebe jetzt eine Zweierabwehrkette gegen anrennende Wormser. So ist das. Eine 7er-Kette und davor eine 6. Ja. Also da habe ich sie eingeblendet. Ja, die Verteidiger, sie sind uns abhanden gekommen. Ja, vor allem nächste Woche sind sie uns alle abhanden gekommen. Da stellt sich also auch noch Stefano Meyer auch noch mal gesperrt für seine ach so brutale Notbremse in Saarbrücken. Da musste man ja auch 2 Spiele Sperre geben, saisonübergreifend. So, und jetzt Arschbacken zusammen. Also 7 Minuten und 40 Sekunden. Kann das gut gehen? Eigentlich nicht, aber wir hoffen es. Aber. Ja, abgelegt. Naja, jetzt ist ja klar, jetzt ist nirgendwo Platz. Aber sie kämpfen immer noch. Ui, da wird der Theo aber ganz schön hier attackiert.
Ja, da darfst du auch mal was. Ja, kriegt auch gelb. Auf Zuruf. 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelbe Karten. Eine gelb-rote, eine rote. Also, reichlich Kärtlein. Zwei Foulelfmeter haben wir gesehen. Ob sie beide extrem berechtigt waren. Also der OFC mit 8 Feldspielern stemmt sich hier gegen die Niederlage. Ja, noch steht es unentschieden, 2-2, weil man mit 2-0 in Führung gehen konnte durch zwei Möglichkeiten, die man einfach klar genutzt hat. Aber, die Wormser, sie rennen an eigentlich von Anfang an. Naja, und dass es irgendwann auch mal klingelt, das war eigentlich abzusehen. Aber vielleicht können wir doch noch mit was Zählbarem nach Hause kommen. Ja, noch ist es nicht rum und noch steht es hier 2-2. Worms kommt über die rechte Seite. Neumann Luttmann ist das, muss zurück auf Auracher spielen. Der ist jetzt im rechten Halbfeld. Erst einmal quer am Mittelkreis. Löchelt ist das, steckt durch, Laufduell dahinter. Semisentürk ist dazwischen, den Ball ins Ausgespielt. Dranbleiben, wach bleiben da auf der linken Seite. Zurück der Ball, wieder die 28, das ist Köksal. Und jetzt versucht er einen Fernschuss, Auracher. Nächster Schussversuch, der schreit nach Brot. Da passiert nichts. Das ist gut, so dürfen sie weitermachen. Da haben wir nichts dagegen. Der ging mit einem Kullerball rechts am Tor vorbei. Eieiei, ist das spannend. Da wir jetzt genau 84 Minuten gespielt haben, 6 Minuten offizielle Spielzeit. Und wer weiß, was er noch alles drauf gibt. Ach ja, wahrscheinlich so. Ja, viel Spaß am Spiel. Ja, extrem viel Spaß am Spiel. Wir wissen jetzt auch, dass er top ausgerüstet ist mit Karten. Die hat er alle mehrfach so gezeigt, dass wir sie alle sehen konnten. Maas pflückt da den Abschluss. Wunder, dass wir noch kein Freistoßspiel-Spray gesehen haben. Das stimmt, das hätte ich jetzt auch gerne noch gesehen. So, Maas. Zentral sind sie noch in der eigenen Hälfte, die Wormaten geben aber jetzt Gas. Wieder mit Köksal. Viele, viele Ballkontakte hat er da hinten, der Spielgestalter da. Raus auf die 20. Pinheiro ist das halb rechts rausgelegt auf Luttmann. Im Zweikampf mit Vierrad, aber er lässt ihm keine Möglichkeit, wieder quer, löchelt. Der guckt, schaut, wen kann ich anspielen, noch einmal quer gespielt, rausgerückt, durchgesteckt, Vierrad, nein, Semisentürk passt auf, den Ball rausgespielt. Der Semi wäre fast weggerutscht ein bisschen, passt mir auf, macht mir da hinten keine Fehler mehr. Unsere Kameramädels, die machen sich jetzt gleich fertig für die Interviews, in 5 Minuten soll hier abgepfiffen werden, hoffentlich pfeift er pünktlich ab. Ja, und dann wollen wir versuchen, im Spielertunnel noch das ein oder andere einzufangen. Aber noch ist ja hier gar nichts zu sagen, wie das am Ende ausgeht. Hier ist ja noch alles möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja, dass wir, jetzt schauen wir, der geht auch vorbei. Also es ist ein bisschen Verzweiflung schon dabei. Aber bei der Vielzahl der Möglichkeiten und der Riesenräume mit 8 Feldspielern der OFC am Verteidigen, also das ist einfach schwierig. Das ist ganz schwierig, das überhaupt zu halten. 2 Mann weniger, das ist schon eine Hausnummer. Und wie gesagt, die Offensive von Worms ist ja nicht die schlechteste, der Treske, der da rumläuft, der weiß ja durchaus, wie das Knipsen geht, 18 Mal letzte Saison. Jetzt aber erst einmal Abschlag, Daniel Endres hier, fast 86 Minuten gespielt, 4 Minuten regulär noch, plus X, Goal steigt hoch, ins Kreuz gesprungen, nicht gepfiffen. Oh, jetzt haben sie da fast Überzahl sogar, das ist Säulers im Laufduell, jetzt kein Elfmeter. Blockt Eckball. Ich dachte, der pfeift wieder Elfmeter, als er die Hand gehoben hat. Hier ist alles möglich. Aber es gibt Eckball für Momazia Worms. Was? Achso. Ja, Stoilers ist nicht einverstanden. Er meint, er hätte ihn so weggeschossen. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, von dem Bewegungsablauf, er hätte ihn geblockt. 4 Minuten noch, offizielle Spielzeit. Immer noch 2-2. Der OFC erhält sich tapfer. Die wenigen 8 Feldspieler, die müssen hier irgendwie das Pünktchen umklammern, irgendwie mitnehmen. Und das ist schwer genug. Da hinten viele, viele Rote. Naja, und wenige Gelbe. Wormser wechseln noch einmal, also bringen nochmal frischen Wind rein. Und ja, beim OFC, da ist nicht viel mit frischem Wind, denn da muss man hier wirklich, bis die Lunge nicht mehr kann, kämpfen, beißen. Ja, jetzt ist der Wechsel dann doch vollzogen. Er sagt 87. Minute, ja, in der Tat. So, aufgepasst, Eckball, Stulin mit links getreten, der kommt hoch und weit, was wieder im Aus, der Ball. Nee, hat man einen Foul gesehen, Offensivfoul. Wer ist jetzt rein? Ich weiß jetzt gar nicht, wer rein ist. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Das ist jetzt nicht wichtig. Also Schmidt kam rein, wir müssen sagen. In dieser Sekunde spricht die 88. Minute an. Also 3 Minuten noch zu gehen. 3 Minuten, Daniel Endres mit dem Freistoß vorm Strafraum. Sie sind natürlich hier unzufrieden, weil der Daniel, der hat Zeit. Und jetzt schlägt er den Ball da auf die linke Seite. Na, fast zentral kommt der Vierrad, steigt noch einmal hoch, kriegt den Ball aber nicht. Nächster Ball, Raab, kann er den behalten?
Pressschlag per Kopf erst einmal geklärt. Sandro Löchel zentral oder in der Mitte der Hälfte hat er den Ball versucht schnell aufzubauen. Zwei, drei schöne, schnelle Pässe. Dreske ist das in der Rechtsaußenposition. Oh, der hat sehr, sehr viel Platz. Kann die Flanke bringen. Passt mir auf. Ei, haben wir Glück gehabt. Was für ein Riesending. Da nimmt er ihn ab. Ich glaube, Löchel war es. Mit rechts direkt abnahm und Zentimeter. Jetzt sage ich, Lutz, wer das nicht reinmacht, das kann sich rechnen. Ja, das wäre so schön. Ich weiß zwar nicht, wie wir da vorne nochmal hinkommen wollen. Nein, Krampf bei Marco Rapp, Krampf bei Marco Rapp. Und ich glaube, Neophytos wird da noch kommen da vorne. Und jetzt kommt der neue Griechen-Bomber und der macht dann die Entscheidung. Das wäre ein Knaller. Brauchen wir drei Tage, bis wir ihn einfangen, glaube ich. Ja. Und die brauchen auch drei Tage, bis die uns wieder einfangen, die Wurmser Zuschauer. Ich glaube, mein Schulgriechisch ist dann zu schlecht für ein Interview. Ich glaube, dann lache ich nur noch. Okay, Rapp hat einen... Nee, der spricht gut Englisch. Ich habe ihn neulich zum Flughafen gefahren, der spricht sehr gut Englisch. Okay, das ist kein Thema. Das ist wirklich etwas. Okay, Neophytos steht da zumindest bereit. Wir haben einen Abschlag. Daniel Endres wird ihn bringen. Rapp läuft wieder einigermaßen rund. Und hier sind noch anderthalb Minuten zu gehen. Plus das, was draufgegeben wird. Eckes haut die Wosch nach vorne. Und Brian Gall kann den Ball nicht behaupten. Wieder Worms, da kommen sie auf. Geht die Meter noch. Sie müssen zurückspielen. Halb links noch in der eigenen Hälfte sind sie, die Wormser. Quer, wieder Löchel, wieder zurückgespielt auf Maas. Ja, Maas mit dem weiten Wechsel, der Diagonalball auf die rechte Seite. Vierrad, kann er den da behaupten, hinten defensiv als linker Verteidiger. Eieiei, Flanke kommt, Fuß dazwischen, Schulte per Kopf erst einmal geklärt. Und Theo, rotze raus die Wurst, ja, bis zur Mittellinie immerhin. Die letzte Spielminute, es ist soeben angebrochen, 2:2 steht, die Wormser brennen das offenbare Tor, man kann es nicht anders sagen. Seit der 11. Minute, der UFC in Unterzahl und jetzt, ja, fehlt sogar der zweite Mann. Also 8 Feldspieler erwehren sich hier dem Wormser Sturmlauf. Ja, und gleich müsste Schluss sein, 40 Sekunden. Aber daran glauben wir nie und nimmer, Lutz. Nie und nimmer. Minimum 3 wird er draufgeben, das sage ich mal einfach so aus der Lameng. Erste Halbzeit hat er da auch schon ewig gespielt. Und die Wormser im Strafraum reingepasst noch einmal. Jetzt können. Nein! Glück gehabt! Ja, auch in die Wolken hat er geschossen. Da hinten war völlig frei am linken langen Eck. Und jetzt kommt der Wechsel. Neophytos wird also noch. Wenn man ganz arrogant und überheblich ist, dann sagen wir, das machen wir jetzt. Jetzt knipsen wir da vorne einen rein. Ich weiß zwar nicht, wie wir da vorne überhaupt noch mal hinkommen wollen, aber. Der Konstantinos, der ist da vorne einfach. Der ist da noch da rein. Hinten noch mal mit dem Kopf rein, rausköpfen das Ding. Die Wurst, wer wird denn erlöst werden? Damit kann er sich schon jetzt zum Helden machen. Ja, das ja. Ersten Einsatz. Kommt im Grunde in der Nachspielzeit. Wir sind ja schon 5 Sekunden über die Spielzeit. Vierrad wird gehen. Serkan Firat geht auch ein großes Spiel gemacht auf der linken Seite. Vorne wie hinten. 4 Minuten Nachspielzeit. Der gibt 4 Minuten. Ich sage ja, der hat Spaß am Spiel. Der hat Spaß am Spiel. Aber wir nicht. Wir haben keinen Spaß am Spiel. 4 Minuten zu viel. Nein, das war nicht. Nein. Aaron Frey ist gekommen. Naja, das macht ja auch Sinn, Verteidiger hinten reinzusetzen. Frey ist gekommen. Das stelle ich jetzt nicht mehr ein, denn jetzt schauen wir nur noch aufs Feld und der UFC, der wird einen Freistoß zugesprochen bekommen. Und das ist so vielleicht einer der minimal-Chancen, die man vielleicht noch hat. Irgendwie das Ding vorne rein und irgendeiner, der muss dann da reinknipsen. Jetzt der UFC zumindest im Ballbesitz. Wie gesagt, 1 Minute jetzt schon gleich über die Spielzeit schon drüber. Und der UFC noch einmal vorne. Kann er sich durchsetzen? Nein. Also das sind dann immer ein bisschen zu viele Rote, ganz klar. Der UFC ja mit 2 Mann in Unterzahl. Also ganz, ganz schwierig. Unterfangen hier. 91 Minuten und 6 Sekunden gespielt. Ja, und Worms kommt über die rechte Seite noch in der eigenen Hälfte. Dann der eingewechselte Lutmann, der an der Mittellinie erst einmal quer spielen muss wieder. Auf Löchelt wird das sein, da der Dreh- und... Nein, war er nicht. Das war die 28 Köxer, halt auch Dreh- und Angelpunkt da. Löchelt und er machen das Spiel. Aber erst mal über rechts sind sie da. Werden angegriffen von Aaron Frey, der quasi linker Verteidiger jetzt spielt. Chippen sie durch. Oh, das ist mir zu viel Platz da. Schulte wird gefault, wird gepfiffen. Ja. Ja, da tanzt er und da hüpft er, die 28. Ist stinkesauer, irgendwie gar nicht zufrieden. Aber so richtig gefault wurde Schulte auch nicht. Naja, wurde ein bisschen gezupft. Dann fällt man hin und das kann man dann schon mal pfeifen. Also mit seiner Routine hat er da, ja, einen Freistoß rausgeholt. Und das kostet wertvolle Zeit. Oder das bringt uns wertvolle Zeit. 2 Minuten jetzt in dieser Sekunde über die Zeit gespielt. 92, also jetzt die 93. Minute angesprochen. Aber wir haben noch 2 Minuten zu gehen. So ist es vorhin angezeigt worden. Und das wäre schon ein großer Erfolg, wenn wir hier mit dem Punkt nach Hause fahren. Das kann mir auch keiner kleinreden mit gar nichts. Also 80 Minuten Unterzahlen am Ende. Die letzten 10 Minuten noch mal 2 weniger. Aber noch einmal aufpassen. Noch ist hier nichts rum. Was gibt es da an Freistoß da hinten?
Stellt er jetzt den nächsten noch vom Feld? Ich weiß es nicht. Nee, gibt einen Freistoß erst einmal Worms. Linke Seite kommen sie wieder. Stulin haben wir noch im linken Halbfeld in unserer Hälfte quer gespielt. Köksal wieder am Ball. Das ist Löchelt, halbrechte Position, steckt dann durch, 20 Meter vom Tor. Oh, da haben sie Platz. Luttmann auf der rechten Seite bringt die Flanke. Durchatmen per Kopf, leider aus Wormser Sicht verlängert, kaputt verlängert. Die 21 hat ihn sich zurückgeholt. Nächste Flanke kommt, wieder aufpassen, Kopfball aufgestützt, Schirmerfaul, Freistoß. Und liebe Freunde, jetzt kommt gleich die letzte Spielminute, auch in der Nachspielzeit. 93 Minuten sind jetzt gespielt. Also, das ist die allerletzte Minute jetzt. Und das wäre natürlich ein echter Erfolg. Käme der OFC tatsächlich hier zum in Anführungszeichen Punktgewinn. Mit aller Nachspielzeit fast 90 Minuten in Unterzahl. Weil die erste Halbzeit hat auch schon 4 Minuten länger gedauert. Das ist so jetzt 4 Minuten länger. Eckes haut den Ball in Seiten aus. Da ist er mal. Da müssen sie ein. 40 Sekunden noch und dann sind auch die 4 Minuten rum. Lieber Schiri, guck auf die Uhr und schau, dass du rechtzeitig abpfeifst. Rechtzeitig kann es ja gar nicht mehr genug sein. Die Wormser natürlich weiter in dem Sturmlauf. 90 Minuten eigentlich auf ein Tor gespielt. Die Offenbacher, aber jetzt noch einmal. Naja, da ist er. Ja, schauen wir mal, was da jetzt gibt. Ein kleines Scharmützel. Also das ist jetzt die allerletzte Möglichkeit. 3 Minuten und 45 Sekunden über die Zeit. Freistoß, Wormatia Worms, zentrale Position. Der ist schon freigegeben. Naja, jetzt rechts rausgespielt und vielleicht nochmal gestört. Schön gemacht von Frei, der tankt sich da rein. Und das könnte jetzt der Punkt sein. Sehr gut gemacht vom Youngster Frei, der ja von der anderen Mainseite zu uns kam. Und die 4 Minuten sind jetzt auch um. Und jetzt muss er abpfeifen. Jetzt muss er pfeifen. Längst sind wir die 4 Minuten schon drüber. Also, wir sind in der 95. Spielminute. Pfeif ab, Schiri. Also der Ball. Ja, das war's. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Sensationell. Tolle Leistung. Klasse, Kickers Offenbach. Das macht richtig Spaß. Danke an den OFC. Danke an die Moral, die sie gezeigt haben. Absolut, Lars. Ich bin begeistert von den Jungs. Wir schnappen hier in Unterzahl den Punkt hochverdient. Geilen Jungs aus der Lederstadt. Und am Mikro sagen Tschüss, Lars Gissner. Und Lutz Kammermeier. Schau hier, Leute. Feiert schön. Das könnt ihr feiern. Jan.